Herzlich willkommen bei unserer Slow Food Deutschland Online-Veranstaltung. Sie findet statt im Rahmen des Terra Madre Salone del Gusto. Wir freuen uns, die kommende Zeit mit Ihnen zu verbringen. Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich für ein sozial und ökologisch verantwortungsvolles Lebensmittelsystem einsetzt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Acker bis auf den Teller. Sie wollen über die aktuellsten Veranstaltungen von Slow Food Deutschland informiert bleiben und die Arbeit von Slow Food Deutschland unterstützen? Dann werden Sie Mitglied im großen internationalen Slow Food Netzwerk. Der monatliche Mitgliederbrief, Einladungen zu Veranstaltungen und das Slow Food Magazin, das 6-mal im Jahr erscheint, halten Sie dann bestens informiert. Durch Ihren Mitgliedsbeitrag ermöglichen Sie dem Verein, Projekte und die Bildungsarbeit auszubauen und unabhängig zu bleiben. Außerdem helfen Sie uns, politisch noch stärker die Stimme für die dringend nötige Ernährungswende zu erheben. Als Mitglied können Sie selbst entscheiden, ob und wie Sie sich aktiv im Verein bei diversen Aktivitäten, Initiativen und Themen einbringen möchten. Ganz nach Belieben und Ihren zeitlichen Möglichkeiten. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Spaß bei der heutigen Veranstaltung. Können wir loslegen, ne? Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder von Slow Food, liebe Freundinnen und Freunde von Slow Food, liebe Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Verkostung heute Abend zum Thema Naturwein, die wir ganz bewusst Workshop genannt haben, weil wir gemeinsam mit Ihnen herausfinden wollen, was es eigentlich mit Naturweinen auf sich hat, wie sie gemacht werden, welche Spielarten es gibt und welche geschmacklichen Überraschungen da für uns auf uns warten. Sie haben uns schon überrascht, bevor diese Veranstaltung überhaupt losgegangen ist. Wir haben nämlich die unglaubliche Zahl von 309 Paketen mit unseren 4 ausgewählten Weinen verpackt und an Sie versandt. Das ist eine ganz tolle Zahl und wir freuen uns über Ihr Interesse und werden Sie heute Abend durch diesen Abend geleiten. Wir, das sind neben mir Susanne Salzgeber, Sommelier und Autorin. Mein Name ist Ulrich Amling. Ich arbeite beim Tagesspiegel als Kulturredakteur und Weinexperte. Und wir haben zusammen diesen Fahrplan für den heutigen Abend erdacht. Aber natürlich machen wir das nicht alleine, sondern wir haben ein ganz, ganz tolles virtuelles Podium dabei. Dann mache ich hier mal weiter und freue mich, unsere anderen Gäste auf dem Podium, unsere Mitstreiter des heutigen Abends zu begrüßen. Natürlich die 4 Bio-Winzerinnen des heutigen Abends, die die 4 Naturweine hergestellt, produziert haben. Das ist zu einem die Lotte Pfeffer vom Weingut Brüder Dr. Becker. Hallo Lotte. Dann ist es der Thorsten Melsheimer vom Weingut Melsheimer von der Mosel. Dann der Paulin Köpfer vom Weingut Zähringer von Baden. Paulin ist auch in seiner Funktion als Vorstand Ecowin heute Abend dabei. Dann ist auch von Ecowin die neue Geschäftsführerin Petra Neuber dabei. Herzlich willkommen. Den Lars habe ich vergessen als Naturweinwinzer, entschuldige bitte, vom Weingut Schäfer Heinrich aus Württemberg. Und natürlich von Slow Food Deutschland, der Leiter der Weinkommission, Martin Wurzer-Berger. Hallo Martin. Ja, hallo. Aber leider eine Person, die hätten wir auch gerne dabei und die wäre auch heute Abend gerne dabei. Ja, und wir wollen ihr gerne diesen Abend widmen. Es ist Ursula Hudson, die Vorsitzende von Slow Food, die letztes Jahr verstorben ist. Sie ist in vielerlei Hinsicht, steht sie auch für diesen Abend und ist sozusagen mit dabei bei diesem Abend. Zum einen, weil sie diese Form von Online-Weinproben angeregt hat. Also das geht letztlich auf ihre Anregung zurück, dass wir heute Abend so etwas machen. Und sie war auch eine große Freundin des Naturweins, weil darin Dinge zusammenkamen, die sie im großen Maße ausgezeichnet haben. Eine große Neugier auf der einen Seite und auch ein Streben nach Transparenz.
Was steckt eigentlich dahinter? Wie werden Dinge erzeugt? Wie werden Lebensmittel erzeugt? Wie werden Genussmittel erzeugt? Also all das verbindet sich auch mit ihm, mit ihrem Thema, mit Ursula, und verbindet uns mit ihr, denn wir haben auch verschiedene Weine mit ihr zusammen verkosten dürfen. Insofern widmen wir den Abend heute dem Andenken an Ursula und schenken dazu auch gleich mal einen Schluck von dem ersten Wein ein. Und ich würde mal sagen, wir schenken gleich mal den Pet Nat, den Petillon Naturel. Ja, so ist es richtig. Von dem Thorsten Melsheimer ein, gleich als Aperitif. Es kommen ja noch ein paar Grußworte, und damit die Kehlen nicht trocken werden, schenken wir uns gleich mal den Schaumwein ein. Zu dem Wein erzählen wir nachher etwas. Ich denke, jetzt ist einfach an der Zeit, nochmal auf Ursula anzustoßen. Und auf einen schönen Abend. Und auf einen schönen Abend, den wir heute hoffentlich haben werden. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Also Prost. Jawohl. Dann leite ich gleich weiter. Und zwar über zu dem Martin Wurzer-Berger, dem Leiter der Weinkommission von Slow Food Deutschland. Martin ist ja nicht nur Leiter der Weinkommission von Slow Food Deutschland, sondern er ist Herausgeber und Chefredakteur des Magazins Journal Culinaire. Und dieses Magazin Journal Culinaire, das ist ein wunderbares Fachmagazin mit sehr viel Expertise, was kulinarische Angelegenheiten anbelangt. Und das Schöne daran ist, das nächste Magazin erscheint jetzt schon im Mai. Und damit übergebe ich jetzt an Martin. Tatsächlich sind wir heute mit der Typografie fertig geworden. Das ist immer ein sehr spannender Moment. Heute sind die Sachen an die Autoren zurückgegangen zur Freigabe. Ich bin ein bisschen erwärmt und erhitzt, weil ziemlich viel los war heute. Und ich freue mich auf diesen Abend. Auch ich möchte nochmal auf Ursula zurückkommen. Ich habe gerade mal die WhatsApp aufgemacht, die Ursula mir geschrieben hat, am 3.7.2020, also an dem Tag, an dem wir unsere erste Slow-Food-Wein-Veranstaltung per Zoom gemacht haben. Und sie schreibt mir: Bester Martin, wäre so gerne dabei heute. Und das war sehr eindringlich und es hat mich sehr berührt. Ich habe seit 2012 mit der Weinkommission zu tun, die damals noch Weinarbeitskreis hieß. Und wir haben uns sehr lange mit Wein beschäftigt, um rauszubekommen, was könnte Wein sein für Slow Food Deutschland? Unter welchen Bedingungen sollte Wein entstehen? Und tatsächlich haben wir uns nicht sonderlich um Naturwein gekümmert. Das war damals insofern Thema, dass Paulin aus seiner reichen Erfahrung aus Georgien erzählt hat. Aber Naturweine haben keine wirkliche Tradition in Deutschland. Und darum haben wir uns da bisher noch nicht drum gekümmert. Aber Slow Food ist ja nicht nur etwa ein Verein oder auf keinen Fall ein Verein, der nur rückwärts guckt, sondern wir gucken nach vorne. Und wir fragen uns, wie Sachen hergestellt werden. Und wir haben nichts gegen neue Entwicklungen. Wir haben etwas gegen neue Entwicklungen, die industriell sind. Also wir sind Freunde einer handwerklichen Herstellung. Das sollten wir nicht vergessen. Wir setzen keine Punkte, an denen es nicht mehr weitergeht, sondern wir verstehen uns als Entwickler einer handwerklichen Lebensmittelkultur in Deutschland. Ich sollte jetzt noch, ach so, natürlich, Naturwein. Wo bin ich erst einmal mit Naturwein in Kontakt gekommen? Und das war witzigerweise auf dem größten privaten Weingut im Rheingau. Und zwar im Jahr 2008. Und da habe ich einen 2002er Wein zu trinken bekommen von Herrn Weil, der tatsächlich Maische vergoren war und zu dem man heute vermutlich sagen würde, dass es ein Naturwein war oder ein Vorläufer von Naturwein. Und es war ein ganz fantastischer Moment. Ich habe damals es formuliert, es ist tatsächlich so etwas wie die Möglichkeiten zu sehen, die in einer Traubensorte stecken.
sehr interessanter Moment und für mich sehr eindrücklich. Ich möchte jetzt aber gar nicht weiter zu den Wein was sagen. Da sind viel bessere Fachleute hier heute Abend. Ich soll noch etwas sagen zu dem Salone del Gusto, der zu dem jetzt ja gerade diese Veranstaltung auch stattfindet. Normalerweise in Turin, alle 2 Jahre, parallel zum, Terra Madre, Salone del Gusto, ist so eine Doppelveranstaltung. Terra Madre eigentlich die Theorie und die Diskussion und Salone del Gusto tatsächlich die Geschmacksebene. Und da jetzt das Ganze nicht in Turin stattfinden kann, gibt es eben diese Veranstaltungen online. Ich soll noch auf Veranstaltungen hinweisen, die noch in der Zukunft stattfinden. Abschluss ist am 22. April, also schon in der kommenden Woche, Zukunft säen vom Saatgut und Gärtnern. Es geht dabei um Saatgutsouveränität und biokulturelle Vielfalt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Sie sind alle herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen. Slow Food Deutschland hat im Rahmen von Terra Madre 14 Veranstaltungen organisiert. Bis zu 1.100 Personen haben an den Bildschirmen teilgenommen. Und das ist natürlich eine tolle Reichweite, die man tatsächlich mit einem Format vor Ort nur schwer erreichen kann. Ich wünsche uns allen eine vergnügliche, interessante, informative und den Horizont erweiternde Veranstaltung. Viel Spaß. Vielen Dank, lieber Martin. Wir werden natürlich im Laufe der Veranstaltung, im Laufe des Abends, immer wieder gerne auf dich zurückkommen. Wir haben dir da die Rolle desjenigen zugedacht, der dann sagen kann, was ihm kulinarisch noch weiter zu diesen Weinen einfällt. Denn wir finden, dass Naturweine ganz hervorragende Essensbegleiter sein können. Also insofern freuen wir uns, da noch mit dir ein bisschen Ping-Pong spielen zu können. Jetzt würde ich gerne das Wort an Petra Neuber übergeben, die seit 1. April Geschäftsführerin von Ecowin ist. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Petra Neuber. Ich bin die Geschäftsführerin von Ecowin. Ecowin ist der Bundesverband ökologischer Weinbau. Ich sitze in Oppenheim, da ist unsere Geschäftsstelle, aber Ecowin ist bundesweit vertreten. Ich habe Ihnen auch 2 Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir das erste mal sehen. Genau. Da sehen Sie einen Zeitungsartikel von der Gründung von Ecowin. Das war im Jahr 1985. Da haben sich diese 35 ambitionierten Winzer zusammengetan. Hintergrund war, dass es für Winzer gar keinen Bioanbauverband gab. Es gab Anbauverbände, zum Beispiel Demeter, die sich für die ökologische Landwirtschaft eingesetzt haben, aber für Wein gab es das noch nicht. Und dann haben die Winzer einfach gesagt, ja, uns tut der Boden leid. Also wir hatten Mitleid mit der Erde, das ist das, was die Pioniere immer sagen. Da musste was geschehen, sie wollten etwas anders tun und haben sich zusammengeschlossen, auch damals schon über die Anbaugebiete hinweg. Und Lotte Pfeffer-Müller ist ja heute Abend auch da. Auch Lotte gehört zu den Gründungsbetrieben. Und Sie sehen, der Verband entwickelt sich. Und was war das Besondere noch? Die Öko-Verordnung ist erst von 1991. Also als Ecowin anfing und eine Richtlinie festgeschrieben hat, war das quasi das erste Schriftstück zum biologischen Anbau. Und als dann die EU oder auch Deutschland anfing, sich über diese Öko-Verordnung Gedanken zu machen, hat man halt auch bei Ecowin angefragt und hat gesagt, hey, was steht denn in eurer Richtlinie? Und als dann 2012 die Richtlinie für die Kellerwirtschaft kam, weil zunächst wurde erst der Traubenanbau in die Zertifizierung genommen oder wurde erst reglementiert, auch da fragte man wieder bei Ecowin, hey, Ecowin, ihr habt doch da Expertise, bitte unterstützt uns da. Und diese Arbeit kamen wir natürlich sehr gerne nach. Und deshalb ist die Ecowin-Richtlinie sehr nah, oder andersrum, die EU-Richtlinie ist sehr nah an der Ecowin-Richtlinie. In manchen Teilen sind wir durchaus noch strenger. Grundsätzlich gilt bei Ecowin immer Zeit vor Mitteleinsatz. Also wenn ich gerade im Wein
in der Weinbereitung etwas durch Zeit, also durch Reifung im Fass bewirken kann, erreichen kann, ist das immer vorzuziehen, bevor ich ein Schönungsmittel einsetze. Heute sind bei Ecovin 245 Weinbaubetriebe, die insgesamt 2705 Hektar bewirtschaften. Das ist etwas mehr als ein Viertel der Biorebfläche in Deutschland. Wir haben ungefähr 10.000 Hektar Biorebfläche bei insgesamt etwas mehr über 100.000 Hektar. Also grob, was beim Bioanbau oder bei der Biolandwirtschaft generell gilt, ungefähr 10%, das ist auch im Bioanbau beim Wein so, dass wir ungefähr 10% Biofläche haben. Dann hätte ich jetzt gern das zweite Bild oder Ihnen das zweite Bild gezeigt, genau. Da kommt's. Das ist so ein bisschen ein Symbolbild, wofür Ecovin heute steht. Also für uns ist die Begrünung der Weinberge sehr wichtig, weil immer noch der Boden ein ganz zentrales Thema ist. Nur auf einem gesunden, lebendigen Boden kann ein lebendiger, guter Wein wachsen. Sie sehen hier eine sehr artenreiche Begrünung mit Kleesorten verschiedenen und anderen Kräutern, die dort wachsen, um so den Boden lebendig zu halten, aber auch etwas für die Vielfalt zu tun, Insektenschutz etc. Ecovin ist heute immer noch politisch sehr aktiv. Das ist eine unserer Hauptaufgaben im Verband. Ansonsten unterstützen wir unsere Mitglieder mit Weiterbildungsangeboten und Social-Media-Aktivitäten, Vermarktungsaktivitäten, bei Messeauftritten und gerne dann auch mit so schönen Sachen wie heute Abend, dieser Probe, dass wir eine Ausschreibung machen in Kooperation mit Slow Food, um Ihnen zu Hause die Vielfalt der Bio-Weine näher zu bringen. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, Petra. Darf ich da gleich noch anschließend fragen, was für dich bislang Erfahrungen mit Naturwein waren, was dir da begegnet ist bislang? Ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt auf die Probe, weil ich selber noch gar nicht so viele Naturweine verkostet habe. Also ich habe ein paar probiert vor ein paar Jahren und fand das alles eher so, dass ich lieber auf traditionell ausgemaute Rebsorten und Weine zurückgegriffen habe. Okay. Und habe dann im letzten Jahr im Zuge der Ecovin-Verkostung, die wir jedes Jahr durchführen, ein paar Naturweine probiert. Da waren auch ein paar dabei, wo ich gesagt habe, ja, da trinke ich auch gerne mal ein zweites Gläschen von. Und ja, deswegen freue ich mich heute Abend sehr, dass ihr, Ulrich und Susanne, dass ihr zusammen die Weine für uns ausgesucht habt und ich heute auch was lernen kann. Prima. Vielen Dank erst einmal. Waren schon ganz wichtige Stichpunkte auch schon dabei für das, was Naturwein ausmachen kann. Zum einen natürlich der Bioanbau als Basis des Ganzen und was Petra erwähnte, der Faktor Zeit, der wird uns auch noch ein paar Mal wieder begegnen heute Abend. Also insofern sind wir da gleich mitten hineingegangen ins Thema. Ja, wir wollen ein bisschen das hier als Workshop machen, obwohl wir ja nicht an einem Tisch und einem Raum sitzen können. Deswegen werden wir ab und zu Sie mit Fragen konfrontieren, die eingespielt werden. Und damit beginnen wir jetzt sozusagen einmal als kleinen Test. Übernehmen wir mal die erste. Also ich bin die Frau für die Umfragen. Die Umfragen übernehme immer ich. Das ist eine Frage, die ist natürlich auch interessant für Slow Food. Wie viele Leute vor dem Bildschirm sitzen, wie viel sie eingeladen haben oder wie viele Menschen in einem Haushalt leben. Und dann die zweite Frage, das ist auch wichtig für Slow Food, wie viele Slow Food-Mitglieder sind darunter? Und während Sie hier das ausfüllen und das beantworten, können wir ja schon mal nochmal durchgehen, was Sie alles brauchen für die Probe. Haben Sie denn schon alle Flaschen geöffnet? Also wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann wäre es jetzt höchste Zeit bei den Naturweinen. Wir hatten ja auch eine Info rumgeschickt. Ja, ein paar Stunden vorher wäre besser, kann auch ein Tag vorher sein. Öffnen Sie die Flaschen jetzt. Schauen Sie, dass genügend
Wasser vor Ihnen steht. Wir empfehlen 1 Liter Wasser, also so viel Wasser, wie viel Wein Sie trinken. Das ist gut, das verhindert Kopfschmerzen. Dann 1 Glas reicht eigentlich, weil wir probieren die Weine nacheinander. Aber für diejenigen, die gerne gegenprobieren möchten und nochmal zurückprobieren wollen, können auch gerne 4 Gläser vor sich stellen. Dann hatten wir einige Empfehlungen reingeschrieben, was passt. Wir haben hier auch die Ulrichs Lieblingskekse Tarelli vor uns. Das sind apulische Kekse oder ein Salzgebäck mit Fenchel. Wir finden, das passt hervorragend zu allen Weinen, aber speziell zu denen, die wir heute auch probieren. Und dann hatten wir ja noch ein paar weitere Empfehlungen. Da können wir auch gerne noch später drauf eingehen. Ich weiß nicht, wie weit die Umfrage jetzt schon ausgefüllt wurde. Okay, die ist im Grunde fertig. Dann können wir wahrscheinlich schon weitergehen zur nächsten. Paul, was meinst du? Genau. Jetzt kommt nämlich die nächste. Das interessiert nämlich uns. Wir werden das danach, werden wir dann die Info, wie viele Leute uns heute zugucken oder wie viel wir sind, wie viele Menschen gemeinsam Wein probieren, werden wir danach natürlich noch auflösen. Aber jetzt kommt schon die nächste Frage. Und zwar, haben Sie schon mal Erfahrung mit Naturwein gemacht? Ja, nein oder vielleicht wissen Sie es ja auch noch nicht. Und mit welcher Haltung gehen Sie in den heutigen Abend? Das ist auch interessant, ob Sie eher positiv gestimmt sind, ob Sie sagen, oh, Naturwein, weiß ich nicht, ne? Wie die Petra, die na, noch ein bisschen kritisch ist, aber hoffentlich offen. Oder ob Sie auch offen sind. Also von Slowfood-Mitgliedern erwarte ich mir eigentlich, dass Sie offen sind, aber ich möchte Sie nicht beeinflussen. Das war überhaupt keine Beeinflussung. Nein, nein, ne? Ich will Sie nicht beeinflussen. Auf keinen Fall. Ja, und Ulrich, erzähl doch mal von unseren Erfahrungen, wie wir zu Naturwein gekommen sind, während Sie hier ausfüllen. Ja, also mit Naturwein beschäftigen wir uns schon eine ganze Weile. Deswegen war es uns auch ein Anliegen zu sagen, ja, wir würden das gerne heute mit Ihnen teilen. Unsere erste Erfahrung war tatsächlich die Raw Wine Fair in London. Die wird sicherlich noch ein paar Mal erwähnt werden heute Abend. Die ist eine Messe, die es seit 2012 gibt. Wir waren 2013 das erste Mal da. Da war ein einziger deutscher Winzer da hinter seinem Tischchen. Das war der Stefan Vetter aus Franken. Mit dem haben wir dann im Jahr drauf dann gleich eine Naturweinveranstaltung in Berlin gemacht. Also das Thema hat uns seitdem nicht mehr losgelassen. Seit 2015 war die Raw ja dann auch mit Station in Berlin. Da hat Susanne auch dazu beigetragen, dass sie nach Berlin kam. Also wir sind dem Thema und den Winzern schon seit längerer Zeit verbunden und freuen uns sehr, das heute Abend mit Ihnen teilen zu können. Wir haben jetzt auch das Ergebnis der Umfrage. Haben Sie schon Erfahrungen mit Naturwein gemacht? Sagen die allermeisten von Ihnen, 69%, nein, 29% und weiß nicht, 2%. Weiß nicht, wird einem bei dem Thema sicherlich immer mal wieder begegnen. Mit welcher Haltung gehen Sie den heutigen Abend? Sehr positiv, 40%, offen, 55%, das war deine Beeinflussung, ganz sicher. Ja. Eher kritisch, 5%. Gut, finde ich, ist ein Anreiz für uns auf jeden Fall heute Abend. Wie würdest du das, was sagst du zu dem Ergebnis? Ja, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass so viele Leute Erfahrung mit Naturwein haben, weil das ist ja wirklich eine kleine Nische. Also man merkt, das sind schon sehr viel interessierte Menschen, die uns heute zuhören, weil Naturwein ist wirklich noch eine Mini-Nische innerhalb des Bio-Wein-Sektors. Insofern, da bin ich schon ja, sehr überrascht, dass so viele schon Erfahrung gemacht haben. Hätte ich nicht gedacht. Wie kam es also zu der Auswahl des heutigen Abends? Keine Angst, wir vergessen nicht, dass wir einen Sekt im Glas haben und da ruhig auch nochmal den hier als Aperitif auch wirklich benutzen zum Einstieg in unsere Veranstaltung. Wir sprechen gleich mit dem Winzer darüber, mit Thorsten Melzheimer. Noch kurz, wie es dazu kam. Ecowin hat eine Ausschreibung unter seinen Mitgliedern gemacht. Wer sich daran beteiligen möchte, wer seine Weine einstellen will oder anstellen will, wir hatten dann knapp 40 Weine bei uns hier auf dem Tisch und uns damit eine Weile beschäftigt. Ja, hier sieht man, hier können Sie mal sehen, wie das aussah hier an dem Tisch. Also wir haben uns wirklich lange mit diesen Weinen beschäftigt.
Das war der letzte Abend, bevor wir uns entscheiden mussten. Ja, stimmt. Da mussten wir uns am nächsten Morgen... Ulrich war ziemlich verzweifelt. Da mussten wir uns am nächsten Morgen entschieden haben. Wir haben versucht, verschiedene Aspekte auszuwählen. Wir können jetzt ja nochmal in die Auswahl gehen. Dann sehen Sie das Bild nochmal. Da haben wir nämlich auch ein Bild. Das sind sozusagen die Weine des heutigen Abends in der Reihenfolge der Verkostung. Im Glas haben Sie bereits den Rurale von Thorsten Melzheimer. Danach kommt die Scheurebe von Bruder Dr. Becker. Dann geht es weiter mit dem Orange von Zähringer und der Rotwein kommt von der Was ist das? Was ja letztlich die Frage ist, die uns den ganzen Abend über beschäftigen wird. Was ist das eigentlich? Der Rotwein macht den Abschluss. Also wir versuchen damit nicht nur verschiedene Regionen abzubilden in Deutschland, sondern auch verschiedene Aspekte, wo Naturwein sehr, sehr stark ist. Und Naturwein ist sehr, sehr stark beim Pétillant Naturel. Das ist der Schaumwein, den wir gerade im Glas haben. Ich kann ihn einfach nochmal zeigen. Ja, zeigen nochmal den Wein, hier der Melzheimer Rurale von 2018. Also das ist ein Thema, was einem immer wieder begegnen wird bei Naturwein, also eine Spielart, die sehr, sehr viele Winzer machen. Es geht darum, einen Schaumwein zu machen, der anders funktioniert als bei der klassischen Flaschengärung. Ich muss noch kurz dich unterbrechen, weil hier gibt es noch eine Frage aus dem Chat, es gibt noch mehr, aber das passt vielleicht gar nicht schlecht. Warum sollen die Flaschen früher aufgemacht werden? Das hatte ich ja vorher gesagt, ne, dass die Empfehlung ist, die Flaschen früher aufzumachen. Also insgesamt kennen Sie das ja auch bei Rotwein, ne? Macht ein bisschen früher auf, ein paar Stunden früher, damit er atmen kann. Und auch bei den, also bei dem Pet Nat, beim Sekt, den braucht man nicht früher aufmachen, den macht man auf, wenn man ihn trinkt. Aber bei den anderen, bei der Scheurebe oder auch bei dem Orange, die können schon gerne, also eine gute Zeit vorher dastehen, weil sie sich dann öffnen. Und weil Naturweine haben die Eigenart, die positive Eigenart, dass sie lebendig sind und dass sie sich auch immer verändern. Und da würde ich Sie auch darum bitten, wenn Sie heute, trinken Sie nicht alles aus, heben Sie die Flaschen noch auf bis morgen, übermorgen, auch nächste Woche. Die können Sie auf jeden Fall noch trinken und sie werden sich verändert haben. Und das ist auch das Interessante an diesen Weinen. Aber jetzt gehen wir wirklich zum Pet Nat über. Genau. Und eine Sache kam auch noch im Chat, Essensempfehlung, Speisenempfehlung fehlt. Ja, da kommen wir doch noch dazu. Ja, allerdings sind wir für einige schon zu langsam, habe ich gesehen, weil ich habe auch schon die Nachricht gesehen, der Sekt ist schon alle. Nein. Also gut, das ist ja ein super Hinweis. Also er ist scheinbar sehr gut angekommen und jetzt versuchen wir noch ein bisschen hinterher zu liefern, sozusagen, was Sie da gerade im Glas hatten. Und da würde ich sagen, das machen wir mit dem Winzer selber gleich im Gespräch. Thorsten, von dir ist der Pet Nat. Du bist Winzer an der Mosel. Wir bewegen uns jetzt also an die Mittelmosel zu dir. Du machst sowohl klassischen Sekt in klassischer Flaschengärung als auch Pet Nat. Was ist der Unterschied, damit wir da jetzt mal in das Thema einsteigen? Ja, ich versuche das relativ kurz zu halten. Man kann da richtig viel drüber erzählen, natürlich. Zunächst klassische Flaschengärung. Ich habe einen fertigen Wein, trockenen Wein. Klassisch gibt man Zucker und Hefe dazu, füllt das Ganze in eine Sektflasche, Kronkorken drauf. Eine zweite Gärung findet in der Flasche statt. Nach mindestens 9 Monaten Wartezeit, natürlich bei guten Sekten meistens viel länger, kommt das dann auf die Rüttelpulte. Die Hefe wird in den Flaschenhals bewegt, dann wird der Kronkorken geöffnet, die Hefe wird rausgeschossen und dann kommt der Sektstopfen rauf und die Agraffe, so wie man Sekt halt kennt. Relativ technisches, aufwendiges Produkt. Und Pétillant Naturel, Pet Nat abgekürzt, ist einfach, ich nehme gärenden Wein, fülle ihn
in Sektflaschen und hoffe, dass es darin weitergeht. Das, genau. Also das ist interessant, auch der Unterschied, den du gesagt hast. Das eine, ein klingt auch schon sehr technisch vom Ablauf her, die klassische Flaschengärung. Das andere klingt jetzt ganz leicht. So leicht ist es natürlich nicht. Denn wenn man einen gärenden Wein in Flaschen füllt, da muss man ja sehr genau wissen, worauf man da hinaus will. Es ist klar, es wird kommt mit den Hefen rein, das merkt man ja auch noch. Hefen befinden sich auch noch in deinem Rurale. Man muss ja sehr genau den Punkt treffen, der Wein gärt weiter, dabei entsteht Kohlensäure, dass man zu dem Ziel kommt, was man anpeilt, einem trockenen Schaumwein und die Flasche ist trotzdem heil geblieben. Genau, man muss also schon ein bisschen wissen, was man tut. Man muss wissen, dass aus etwa 4 Gramm Zucker ein Bar Druck entsteht. Das heißt, normaler Schaumwein hat am Ende so 6 Bar. Also sollte man nicht deutlich über 24 Gramm Restsüße im Sekt haben, weil es könnte ja passieren, dass der Zucker komplett zu Ende gärt und dann hat man eben vielleicht sogar zu viel Druck am Ende. Wenn man zu spät dran ist mit dem Abfüllen, dann hat man zu wenig Druck. Ist aber auch für viele Hersteller, für viele Kollegen eine gern genutzte Variante, nur so ein leichtes Fizzy im Glas zu haben. Das ist dann halt Perlwein, sehr natürlicher Perlwein. Bei mir ist es so, dass ich so um die 20 Gramm Zucker versuche zu haben, wenn ich in die Füllung gehe. Es ist inzwischen so, dass Rurale mein mengenmäßig größter Wein ist. Also 13 habe ich meinen ersten Rurale gemacht und heute ist es der wichtigste Wein im Haus. Von allen Weinen, also nicht nur... Von allen Weinen. Okay. Und das heißt, wir füllen mehrmals im Jahr Rurale, wir müssen auch immer sehen, dass das sind dann Cuvées auch von verschiedenen Fässern und dann muss man schon ab und zu mal ins Labor fahren und die Proben abgeben und dann sind wir bei, wenn wir die alle zusammentun, sind wir bei 20 Gramm Zucker plus minus 2. Ja, das ist so da, wo ich hin möchte. Und du hast eben gesagt, das hört sich sehr einfach an, es ist sehr einfach. Okay. Ja, ich hab mal Weinbau studiert und erinnere mich an dieses Thema. Ja. Damals hieß es, macht das ja nicht, wirtschaftliches Fiasko, funktioniert fast nie. Ich habe mindestens 25 Petnat-Cuvées inzwischen gemacht. Ein einziges Mal ist die Gärung nicht so weit durchgegangen, dass der Sekt keinen trockenen Eindruck gelassen hat. Also ich habe schon manchmal 5, 6, 7 Gramm Restsüße, aber gerade mit Riesling ist das ja dann auch immer noch relativ trocken. Und also liegt dann im Bereich Brüt für normale Sekte. Und ein einziges Mal war es süßer. Und selbst das war saulecker und sehr erfolgreich. Thorsten, ich habe mehrere Fragen im Chat zu dem Pet Nat. Und zwar, du warst gerade beim Zucker. Wie misst du den Zuckergehalt vor dem Abfüllen? Ja, ich habe natürlich kein Labor zu Hause. Oder ich habe kein Labor zu Hause. Es gibt Weingüter mit Labor. Aber ich habe eine Mostwaage und man kann, wenn man die Öchsle misst, Pi mal Daumen sagen, wie viel Zucker da drin ist. Ist ein bisschen von Jahr zu Jahr verschieden, aber man bringt dann ab und zu einfach mal eine Probe ins Labor und dann weiß man, wo der Jahrgang so ungefähr liegt. Eine Faustregel ist, Öchsle plus 5 mal 2, das ist so ungefähr die Restsüße. Plus, minus 5 dann wieder. Also es ist relativ ungenau. Außerdem hat man eine Zunge und kann probieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, okay, die Fassnummer sowieso, die 3, die 4, die gehören jetzt zusammen. Das könnte ein schönes Cuvée sein für den nächsten Rurale. Dann bringe ich die Weine tatsächlich schnell ins Labor und sage denen, aber bitte die Restsüße sofort, weil ich will das morgen füllen. Und warum heißt der Rurale? Weil ich ursprünglich gar keinen Petnat machen wollte. Und es gibt in Frankreich die Methode Rural, also anstatt klassische Flaschengärung, ohne Zugabe von Zucker und Hefe Sekt herstellen. Und mittlerweile mache ich das auch. Also man könnte ja jetzt Rurale einfach auf die Rüttelpulte stellen und abrütteln und degorgieren. Und dann habe ich einen klassischen Sekt und ohne Hefe drin. Dazu bin ich bisher noch nicht gekommen.
Also es war von Anfang an meine Idee, Sekt zu machen daraus. Und 2014 war dann auf einmal die Nachfrage nach Pettnat so groß, dass ich bisher nicht dazu gekommen bin, das zu degorgieren. Das heißt, du würdest die Hefe lieber noch loswerden? Nein, nicht lieber. Es sind zwei verschiedene Produkte, die ich beide sehr mag. Ja. Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, auf meinem Pettnat ist ein Korken. Und es gibt da einfach eine weinrechtliche Vorgabe. Inzwischen fülle ich, damit ich gezwungen bin, auch da irgendwann Sekt draus zu machen. Also seit dem Jahrgang 2018 fülle ich einen Teil von Rurale mit Kronkorken und einen Teil von Rurale mit Schaumweinstopfen. Das heißt, die Sachen, die mit Korken verschlossen sind, muss ich als Pettnat verkaufen, weil das ist schwierig mit dem Degorgieren mit dem Korken drin. Und die Sachen, die mit Kronkorken verschlossen sind, kann ich sowieso nicht in Verkauf bringen. Die muss ich degorgieren, sodass also spätestens so 2023 ein Rurale aus dem Haus geben wird, der dann auch degorgiert ist. Und dann kam noch die Frage, von welcher Lage ist es, von deiner Lage Mulei-Hofberg? Ich darf ja bei Rurale ist naturtrüb und deutscher Sekt BA ist nicht trüb. Das ist also kein Qualitätsprodukt. Das ist unterste Schublade deutscher Schaumwein und ich darf nicht mal Mosel draufschreiben. Ja. Aber ich hoffe, dass jetzt wenige Weinkontrolleure zuhören. Ich fusche dann so ein bisschen und habe so einen Fließtext und schreibe so ein bisschen drauf, dass das handgelesen ist, an welchem Tag und in Klammern steht dann auch Goldlei und Mulei dabei. Also ist das ist aus zwei verschiedenen Lagen. Ich glaube, da zeigen wir einfach mal ein Bild, damit wir wirklich mal sehen, wie es bei dir ausschaut. Da sind wir jetzt nämlich an der Mosel. Also das ist sozusagen dein Hausberg. Das ist mein Boot. Dein Boot? Achso, ich dachte, das ist dein Haus. Ich dachte, es ging um die... Dein Boot. Wir gucken sozusagen auf deinen Hausberg. Und das ist ja auch wirklich, du bist ja Steillagenwinzer. Und ich glaube, gerade wenn man da so rechts oben hochguckt, dann kann man das sogar vom Bildschirm aus nachvollziehen. Wie arbeitest du da oben drin eigentlich? Nicht alleine. Also, weil du, ja, es ist... Man braucht an der Mosel natürlich immer relativ viele Menschen, die mithelfen. Wir haben 12 Hektar zu bewirtschaften und damit, im Sommer ist es schon irgendwie ein 10er-Team, was dann in den Weinbergen umspringt. Es sieht und wir auf haben den auch Boden, noch ein Mitarbeiterbild. Wir haben noch ein Mitarbeiterbild, das wir zeigen wollten. Genau, wir haben noch ein Mitarbeiterbild. Ja, die helfen aber nur im Winter. Genau, ja, das sind auch Mitarbeiter. Die haben damit, dass es da steil ist, weniger Probleme, oder? Die lieben das, ja. Und die sind grandios. Also ich habe die Ziegenherde im Sommer natürlich neben den Weinbergen. Wir haben im kleinen Seitental 3,5 Hektar eingezäunt, wo die den Sommer oder die Vegetationszeit verbringen. Und nach der Ernte dürfen sie dann in die Reben, putzen mir die Mauern, putzen die Felsen, beleben den Boden. Das ist wirklich, es funktioniert saugut. Also sie machen ein bisschen Schaden. Ab und zu bricht mal so ein Pfahl, weil der große Bock denkt, der muss sich daran hoch anstellen und dann fällt er mit dem Ding ins Tal. Ja. Weil der große links, der wiegt 70 Kilo. Okay. Also es ist ein anständiges Tier. Ja. Wir hatten beim Weingut am Stein einen Bock, der immer, wenn man nicht aufgepasst hat, einen von hinten gerammt hat. Das kann überraschend sein, ja. Also sollte man aufpassen. Ja. Also den habe ich immer im Auge. Ich versuche immer über ihm zu stehen, wenn ich in der Nähe der Herde bin. Gut, wunderbar. Thorsten, du machst ja ganz... du bist Demeter-Winzer, du machst ganz klassische Weine aus Riesling und du machst dann ein paar, die nicht so klassisch sind, also wo dann auch Zeit eine große Rolle spielt. Was würdest du noch an Weinen, die du machst, noch eher als Naturweine einschätzen, außer dem Petit Naturel, den wir jetzt gerade haben?
Ganz kurz zurück zu deiner Bemerkung, du bist Demeter-Winzer, da zuckt es immer bei mir. Ja, bin ich sehr, sehr gerne seit 2013, aber ich bin seit 1995 Ecowin-Winzer. Das ist mir immer sehr wichtig, weil Ecowin so ein wichtiger Verband ist für den deutschen Biowein. Da hast du auch völlig, da hast du auch völlig recht. Ja. Dann haben wir ja mitbekommen, also Ecowin kümmert sich wirklich nur um Winzer und ja. Bei Demeter und Bioland sind ja auch noch bei einige Winzer darin. Da sind dann Winzer dann in der Minderheit natürlich. Und es erklärt aber zum Beispiel auch, wenn die Frage kommt, Franken heute Abend, also in Franken ist zum Beispiel Bioland ziemlich stark vertreten. Naturland. Naturland. Mhm, Naturland ist zum Beispiel in Franken ziemlich stark vertreten. Es hat oft noch regionale Begründungen. Wir haben noch eine Frage. Unglaublich viele Fragen. Oh Gott. Ja, auch zu Sulfite, Wein enthält Sulfite, enthält keine Sulfite. Ich würde die Zuhörer, Schauer bitten, sich ein bisschen noch zu gedulden. Ja, wir kommen zum Schwefel. Ja, wir kommen zum Schwefel. Genau. Jetzt nochmal die Frage, ist der Begriff Pétillant naturell geschützt? Keine Ahnung. Also so nein. Viel, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Also ist der nicht. Also das ist überhaupt, vielleicht können wir das gleich mal schon mal hier an dieser Stelle mit einfließen lassen. Alle Weine, die wir als Naturweine verkosten heute Abend, auf denen steht natürlich Naturwein nicht drauf, weil das weinrechtlich gar nicht möglich ist. Und deswegen stehen viele, viele andere Namen drauf. Vor allen Dingen auch französische. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Frankreich in der Hinsicht schon ziemlich weit ist. Bei den ersten Raw-Messen waren die französischen Winzer in der großen Mehrheit. Die haben zum Beispiel auch viele von diesen Pétillant naturell gemacht. Deswegen kommen da eben viele, viele Namen her dafür. Oder wir begegnen ja auch noch anderen Varianten, wie sowas genannt werden kann. Und warum es nicht Naturwein heißen kann, dazu werden wir auch noch kommen, auf jeden Fall. Jetzt ich wollte deine Frage noch kurz beantworten. Ja, auf jeden Fall, bitte. Ganz bitte. Gut. Also ich kann es noch mal kurz dazu sagen. Also du hast ein sehr, sehr klassisches Angebot und dann auch Weine, die man als Naturwein bezeichnen könnte. Welche würdest du dazu zählen und warum? Ich mache tatsächlich unglaublich viele verschiedene Rieslinge, mehr als 20 pro Jahr. Von den Zahlen her sind die meisten, ist die größte Gruppe eigentlich Süßweine. Ich mache aber weniger als 10% meiner Produktion süß. Das heißt, es sind unglaublich viele kleine Spielereien dabei. Es ist so, dass mich vor gut 20 Jahren das Weglassen gepackt hat und seit 2011 mache ich eben das, was ich Naturwein nenne. Und bei mir bedeutet Naturwein nichts rein, nichts raus. Also auch nicht ein bisschen Schwefel. Ich mache auch unfiltrierte Weine mit ein bisschen Schwefel. Die sind aber eigentlich vom Geschmacksbild her nicht das, was ich ein Naturwein nennen würde, weil die schmecken wie ein ganz normaler trockener Wein. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wir haben eben schon mal, Petra hat schon mal über die Zeit gesprochen beim Weinmachen. Und das in meinem Keller geht halt vieles sehr, sehr langsam. Im Moment gären drei verschiedene Jahrgänge. 18, 19 und 20er Weine sind noch in der Gärung. Und wenn ein Wein mindestens 3 Jahre gärt zum Beispiel, dann habe ich einen Wein, den ich Lentrum nenne. Aber auch der wird ein bisschen geschwefelt, würde ich also auch nicht in die Naturweinecke stellen. Obwohl wahrscheinlich viele Menschen, die Raw besuchen oder der würde sogar in diese Vorgaben der Raw passen, maximal 30 Milligramm SO2 und solche Sachen. Aber er schmeckt eigentlich nicht mehr ein Naturwein, sondern nur wie ein schön gereifter Wein, der lange für eine Entstehung gebraucht hat. Was ich mache, sind, im Moment haben wir 5 verschiedene Naturweine. Es gibt also einen ganz normalen Riesling, der nicht Maischestandzeit hatte, der einfach ohne Schwefel am Ende abgefüllt wird, nachdem er mindestens ein Jahr im Holzfass war. Dann gibt es 2 verschiedene Arten Orange. Einen Orange, der mit Stiel und Stängel vergoren ist über 4 bis 8 Wochen und dann ein Jahr lang ins Holzfass kommt. Und dann gibt es noch einen, der entrappt wird, der dann mehrere Monate auf der Maische steht und dann aber auch wieder ein Jahr ins Holzfass. Holzfass ist bei mir immer sehr, sehr wichtig. Eigentlich werden alle Weine, ich habe manchmal zu wenig Platz, dann kommt was ins Edelstahl. Hm. Aber grundsätzlich ist meine Idee, Weine im Holzfass entstehen zu lassen. Ja. Und dann gibt es 2 verschiedene Petnat.
ein Riesling und ein Riesling mit Pinot Noir. Wir müssen jetzt mal wieder die Zuschauer, unsere Gäste fragen, und zwar nach den Aromen. Aber bevor wir dahin gehen, ich habe die Auflösung bekommen, es sind 442 Menschen, die heute mit uns zusammen die Naturweine probieren. Das ist natürlich wunderbar, da freuen wir uns. Bevor wir die nächste Frage stellen, würde ich gerade noch Thorsten fragen, weil das ja auch immer wieder auftauchte bei den Fragen. Was isst man denn dazu? Thorsten, ich glaube, du hast da eine klare Antwort, was du am liebsten zu deinem Pepnat isst, oder? Weißt du, was kommt? Hast du mich ja schon mal gefragt. Ich habe dich gefragt, ja. Ich hoffe, ich sage jetzt wieder das Gleiche. Also das, was auch zu einem schön gereiften Champagner gut passt, Fritten mit einer guten Mayo. Habe ich das damals auch gesagt? Hast du. Ja, okay, gut. Wunderbar, das heißt jetzt... Genau, jetzt kommt wieder eine Umfrage. Jetzt sind Sie wieder gefragt. Und zwar, das ist von uns ein Forsch... Also ich bin zwar Sommelier, aber ich halte nichts davon, den Menschen zu sagen, was sie zu schmecken haben im Wein, sondern das entdeckt jeder selber und jeder... schmeckt auch anders und hat auch andere Aromenerinnerungen. Und das sind die Vorgaben, die wir jetzt machen. Das ist das, was wir, Ulrich und ich, in diesem Wein geschmeckt haben. Das heißt aber nicht, dass Sie das auch schmecken müssen. Sie können da mehrere Dinge ankreuzen. Sie müssen auch gar nichts ankreuzen. Brotgewürz ist zum Beispiel, ja, so Frankenleib, denken wir da dran. Ne? Wenn Sie nichts dergleichen schmecken, dann kreuzen Sie an nichts von den genannten. Und schreiben im Chat, was Sie denn da so schmecken. Ja, wie Ananas lese ich gerade. Und das interessiert uns und das machen wir bei jedem Wein. Also Sie dürfen bei jedem Wein mitstimmen, was Sie schmecken. Und das ist auch interessant für die Winzer. Die kriegen dann auch die Ergebnisse, weil so ein Geschmacksbild von über 400 Leuten zu bekommen, das hat man auch nicht jeden Tag, denke ich mal, oder? Das ist schon ziemlich saubere Statistik. Also das ja, und das Faszinierende ist ja, und darum geht es ja auch heute Abend, dass einfach durch die alkoholische Gärung eine so große Vielzahl an Aromen sich herausbildet. Da schmeckt sowieso jeder andere dann auch, jeder schmeckt andere Dinge dominant. Aber es geht ja auch um eine Vielschichtigkeit und vielleicht auch darum, um Unterschiede im Geschmacksbild zu dem, was Sie jetzt sonst gewohnt wären, wenn Sie jetzt einen klassischen Riesling-Sekt zum Beispiel jetzt im Glas hätten. Also insofern ist es auch von daher ganz spannend zu sehen, ob das so ein bisschen auch anders aussieht. Wie weit sind wir? Gut, das haben schon. Ja, machen wir ein Ergebnis. Also es hat die Grapefruit gewonnen und ich muss sagen, ja, also ich finde auch, dass das mit das Deutlichste ist, was ich immer noch rieche und schmecke. Und dann Rhabarber. Finde ich, ne, hatten wir auch, das waren so die ersten Aromen, die wir auch entdeckt haben oder meinten entdeckt zu haben. Wie gesagt, es gibt alle. Und Hefe natürlich, ich lese gerade, Hefe schmeckt man raus. Ja, natürlich, die Hefe ist da noch drin. Ne? Im Gegensatz zu einem Champagner, da ist die Hefe degorgiert, da ist die nicht mehr drin. Aber hier ist die noch drin und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Aromen. Dann möchte ich doch jetzt abschließend zu dem Pepnat an Martin weitergeben, weil Martin hat sicherlich auch noch eine schöne Idee, eine Speisenempfehlung zu dem Pepnat. Da bin ich gespannt. Wir lassen uns überraschen. Wir wissen das nicht, was er sich ausgedacht hat. Ich könnte jetzt böse sagen, ich weiß es auch noch nicht. ich gehe mal ein bisschen auf den Chat ein. Da wurde an zwei, drei Stellen gefragt, dass man ganz verzweifelt vor seiner Käseplatte säße. Und welchen Käse soll man denn jetzt zu dem Pepnat probieren? Ich glaube, da muss man gar nicht so hemmungsreich sein. Also da muss man nicht mit dem Ziegenfrischkäse anfangen, sondern ruhig einen richtig kräftigen Käse sich trauen zu nehmen, vielleicht sogar einen Rotschmier und mal gucken, was passiert. Ich glaube, das wird ziemlich unproblematisch sein. Auch gereifte Hartkäse oder so, kein Problem. Würde ich alles mal probieren. Der Thorsten guckt ein bisschen skeptisch, hat vielleicht ein bisschen Angst, dass der Pepnat dann schon ein klein bisschen Druck von oben kriegt.
Aber das ist einfach auch eine individuelle Sache. Tatsächlich sind wir mit diesen Naturweinen sehr stark in dem Bereich, den man sich sonst so nicht traut, also sprich Umami. Und das sind immer sehr kräftige Aromen, die wir kennen aus Fermentation oder aus dem gereiften Fleischbereich. Richtig viel Mut, richtig viel Traute, kräftige Dinge. Wenn kein Wein mehr passt von den kultivierten Weinen, sind die Naturweine sicherlich schön am Platze und immer einen Versuch wert. Ich wollte noch eine Sache zu der Namensgebung sagen. Natürlich ist Petit Nat eigentlich die alte Variante des Sektes. Das ist der Sekt vor Dom Pérignon. Das muss man einfach so knallhart sagen. Verschüttet ohne Ende. Es gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Frankreich noch 2 oder 3 und die dann Méthode Ancestrale übrigens heißen, nicht Petit Nat. Cerdon, mein Favorit, ein restsüßer Wein, der manchmal grandios ist. Dann gibt es Clairette Die und, komme ich jetzt natürlich nicht drauf, noch eine Variante. Also und in Italien gibt es natürlich noch den Asti, der ursprünglich auch ein Petit Nat ist. Natürlich vergorener. Also wir gucken sozusagen mit unseren heutigen Möglichkeiten auf eine Methode, die vor Dom Pérignon liegt. Und das finde ich an sich schon super, super spannend. Hefe im Wein ist sowieso immer klasse, ob die jetzt drin ist oder nicht. Wir haben diese Umami-Töne, wir kennen sie auch von den spontan vergorenen Sachen, von den langen, auf der Hefe liegenden Sachen. Aber sie sind natürlich in diesem Wein und auch jetzt in diesem Petit Nat, man könnte fast sagen, überreich geschenkt. Und wir sollten sie dann auch beim Essen so nutzen. Ja, danke, Martin. Ich fand übrigens bei meiner Käseplatte ein Croton Chavignol, finde ich, ziemlich gut zu dem Petit Nat. Aber einen gereiften? Ja, nicht zu, also so mittel. Ne? Also nicht zu scharf. Ja. Aber ein bisschen mittel. Zu scharf ist es nicht, funktioniert es nicht mehr so gut. Und Rotschmier funktioniert meines Erachtens auch nicht so gut zu dem Petit Nat. Nicht so gut? Nicht so gut. Also da gehen wir dann lieber Richtung Orange, das funktioniert besser. Also aus meiner Sicht. Ausprobieren, Himmels Willen, immer ausprobieren. Genau. Und ausprobieren. Das gefällt mir gut. Genau. Bitte also wirklich einfach hemmungslos ausprobieren. Deswegen also nicht vor der Käseplatte sitzen und warten, auf ein Kommando warten. Alles ist freigegeben, ja. Gehen Sie ruhig zwischendurch nochmal in die Speisekammer, holen noch was anderes, um es auszuprobieren. Das Tolle ist, wir haben hier Weine, die eben, das werden wir, glaube ich, dann bei den nächsten Weinen auch merken, einfach mehr, was Martin gerade gesagt hat, mehr Umami haben, mehr hefige Töne haben, mehr würzige Töne haben und weniger so eine vordergründige Frucht. Und dadurch gibt es natürlich nochmal ganz andere Stellen zum Andocken an Speisen. Der nächste Wein, ich halte ihn mal so lange, bis Sie ihn hoffentlich lesen können. Ja, jetzt können Sie es, glaube ich, lesen. So ist es besser. Nicht ganz. So, es ist die Scheurebe. Auf jeden Fall von, so ist es gut, von Brüder Dr. Becker kommt jetzt ins Glas. Scheurebe pur. Pur. Genau. Ich sage vielleicht was zur Scheurebe, zu der Aromarebsorte Scheurebe. Die Lotte Pfeffer oder ihr Weingut liegt ja in Rheinhessen und die Scheurebe ist auch vor mehr als 100 Jahren, ich glaube 1916 oder so, ist sie von einem gewissen Georg Scheu gezüchtet worden. Und es ist eine Rebsorte, eine Züchtung aus Riesling und der Bouquet-Traube. Und es ist eine sogenannte Aroma-Rebsorte. Und wir haben 2019er im Glas und die Lotte Pfeffer, kann man sagen, sie ist Bio-Pionierin. Wir haben sie ja vorher schon auf dem Foto gesehen, von dem Zeitungsausschnitt, da war sie so ganz in der Mitte. Die einzige Frau, sehr Bourgeois. Fast 40 Jahre jünger, muss man dazu sagen. 40 Jahre jünger und ich meine, du hast auch eine bourgeoise Ausstrahlung gehabt, also, aber du warst eindeutig die einzige Frau auf dem Bild. Und Lotte ist, wie gesagt, Gründungsmitglied von EcoWien und experimentiert schon seit einigen Jahren mit Naturweinen. Und sie hat auch 6 Naturweine im Programm. Aber Lotte, erzähl du
doch einfach selber dazu, wie du dazu gekommen bist, bitte. Naja, ich kam tatsächlich, oder ich muss jetzt mal sagen, wir, also mein Mann Hans Müller und ich, führen ja das Weingut hier gemeinsam seit jetzt wirklich über 35 Jahre. Und wir kamen zu den Weinen, weil ein Kunde es gern wollte. Also ein Hinweis darauf, wenn man wirklich was will und uns überzeugen kann, dann sind wir offen für vieles Neue. Es ist ein Importeur aus Dänemark. Ich meine, das, glaube ich, spricht ein bisschen dafür, dass diese Weine häufig oder sehr viel auch in Skandinavien getrunken werden. Sie passen gut zur dortigen Küche auch, zu diesen sehr minimalistischen und ja auch unverarbeiteten oder wenig verarbeiteten Produkten. Und über Berlin, hier bei euch, Susanne und Ulrich, in Berlin Anfang der 10er Jahre hatte ich mal in der Markthalle, zwar nicht der Markthalle 9, sondern der Markthalle der Arminius-Markthalle, eine Weinverkostung, und dort war ein Däne dabei. Und ein paar Jahre später sprach mich dieser Däne wieder an und hat gesagt, ich habe deine Weine mal in Berlin verkostet, die haben mir gut gefallen, wir wollen gern gemeinsam was machen. Und dann hat er sozusagen unsere, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, konventionellen Bio-Weine gekauft, gleich mit 1800 Flaschen, um wahrscheinlich den 10% Mengenrabatt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er wirklich blind so begeistert war. Und er kam ein Jahr später hier aufs Weingut und sagte, also eigentlich würde er ja was ganz anderes gern haben von uns. Und erzählte diese Idee von den Naturweinen oder von den Weinen, die ohne schweflige Säure ausgebaut werden, die unfiltriert ausgebaut werden. Und wie der Thorsten schon sagte, nichts rein, nichts raus. Das war so ein bisschen die Idee, wobei ich glaube, ich weiß, dass dieser Händler eher vielleicht an der französischen Definition auch hängt. Und naja, da muss man dazu sagen, das kam in einer Zeit, da war ich noch Ecowin-Vorsitzende, hat mich gerade ein paar Jahre vorher intensiv für unseren Verband in Brüssel für die Weinausbaurichtlinie einsetzen müssen. Und ein intensivster Diskussionspunkt mit unseren europäischen Verbänden und anderen Bio-Winzern war immer die schweflige Säure. Wir haben viele, viele Weine probiert ohne schweflige Säure. Also Paulin und ich waren mal auch mit Slow Food in der Toskana in, oh, helf mir Paulin, du weißt es vielleicht eher mit deinen Namen. Letztendlich war es auch der Gusto del Salone in Florenz nachher, und wir haben Weine verkostet, wo wir sagten, oh Mann, diese Weine braucht die Welt nicht. Und jetzt fragt mich ein Händler, ob wir solche Weine machen wollen. Und dann war die Antwort von uns, ja, wir machen das, aber nur, wenn er uns selbst gefällt, und wir schreiben nur unseren Namen drauf, wenn auch wir dahinter stehen können. Und dann muss man schon sagen, es war eine Entwicklung. Also wir haben nicht 2014 angefangen mit nichts rein, nichts raus. Wir haben angefangen vielleicht wie heute, mancher Franzose seinen Naturwein noch bezeichnet, mit diesen 30 Milligramm SO2, also eine ganz, ganz leichten Schwefelung. Wir haben angefangen auch vielleicht dann doch noch mal am Anfang die Scheurebe, die wir heute im Glas haben. Das war ein Wein, der die ersten Jahre doch noch mit Reinzuchthefe vergoren worden ist, die ersten zwei, weil immer so dieses Wissen, ich meine, der Thorsten sagte schon mal, unsere Ausbildung, das, was wir gelernt haben und das, was wir heute mit diesem Wein machen, sind zwei konträre Geschichten. Also offiziell kann dieser Wein, so wie wir ihn hier trinken, gar nicht existieren. Also eine Scheurebe ohne zusätzliche Reduktionshilfsmittel, ob das nun beim Ernten die Ascorbinsäure schon ist, ob es die Kühlung ist, ob es das Bockeneis ist, ob es die SO2 ist und, würde alles notwendig sein, für ein Scheurebe-Aroma ein Bouquet zu erzeugen. Und wir haben heute meiner Meinung nach einen Wein im Glas. Dieser Wein ist seit 2 Jahren, sind wir bei der Scheurebe tatsächlich auch in diesem Nichts rein, nichts raus. Es ist eine klassische Scheurebe für mich, vom Bouquet her. Und sie darf, also der offiziellen Lehr Meinung nach, existiert dieser Wein so nicht. Ja, das ist spannend. In 6 Jahren, ja, sage ich mal, ist das ein Lernen. Wir lernen. Ja. Wir lernen ja immer noch. Also ja. Thorsten ist schon ein bisschen weiter. Der Rudi Trossen, auch ein Kollege von uns von der Mosel, ist dann noch viel weiter. Ich kann mich noch gut an eine Verkostung erinnern in Berlin, wo ich so dachte, oh Rudi, wieso machst du denn so eine Weine? Und da ist ja jede Flasche anders. Und er nennt ja seinen Wein ja auch gerne Vin Vivant. Das hatte ich vor 8 Jahren tatsächlich so gedacht. Also ich habe sie wirklich gedacht, was ist das? Und habe mich selbst in diesen letzten, ja jetzt, wie gesagt, 2014 angefangen,
In diesen 6-7 Jahren haben wir uns daran getastet und haben uns selbst mit begeistert dafür. Ja. Und die Verkostungen in Kopenhagen, die wir mit unserem Händler dort gemacht haben, die haben uns mit begeistert. Und von daher gesehen, heute machen wir wir machen fast 25% Naturweine von unseren Weinen. Okay, was wirklich ja eine Menge ist, auch für die Jahre, die euch damit beschäftigt. Toll. Also wir finden den ganz, ganz großartig. Vielleicht, weil wir jetzt ja schon wieder, sag ich mal, nach dem Rurale einen trüben Wein im Glas haben, also einer, der mit Hefe gefüllt wurde. Vielleicht, Lotte, könnten wir einfach mal was sagen zur Rolle der Hefe. Welche Rolle spielt die Hefe, wenn du sagst, dieser Wein könnte eigentlich sonst gar nicht existieren, man würde gar nicht sagen, dass der haltbar ist, der Wein. Welche Rolle bei der Entstehung dieses Weines hat die Hefe? Ich glaube, ich habe ein Bild dabei, ja. Wo wir sehen können, so drei verschiedene Gläser. Vielleicht spielt das, wird das gerade mal eingespielt, dann kann man das ganz schön sehen. Also wir haben im linken Glas einen Orangewein von uns, das heißt sozusagen mit der Maische vergoren. In der Mitte ist unser Pure, das sind wir nennen unsere Naturweine Pure, das sind einfach sozusagen ein Ernten, ganz kurze Maischestandzeit und dann in die Gärung hineingehen. Und rechts haben wir eben diese Hefe, die am Fassboden liegt und die immer wieder aufgerührt wird. Und Hefe reduziert, Hefe hat aber ein hohes Redoxpotenzial, das heißt, sie hält die Weine frisch, sie verhindert Oxidation. Und sie gibt natürlich eben auch Körper, sie gibt Volumen in einen Wein ab. Ich glaube, wir haben, als ich studierte vor 40 Jahren, hat man vollkommen vergessen, was Hefe ist. Man hat eigentlich Hefe damals nur definiert und gebraucht, sie sollen den Zucker in Alkohol umwandeln. Und damit war Schluss. Man hat sozusagen nach der Gärung ganz schnell filtriert, ganz schnell die Hefe raus aus dem Wein. Sie wäre ja fast nur schädlich. Ja. Und ich glaube, das haben wir die letzten 20 Jahre wieder gelernt. Und mit den Naturweinen lernen wir es ganz, ganz intensiv, wie fantastisch, wie hilfreich Hefe ist. Also wir schönen mit Hefe. Wenn ein Wein einen Fehlton hat, kriegt er Hefe. Wir können die Hefen ernähren mit eigenen Hefereststoffen. Also Hefe ist ein essentielles Produkt, ein essentielles Ding im Wein. Und ich glaube, je mehr wir uns mit Hefe beschäftigen, umso mehr kommen wir eigentlich an das Wesen von Wein auch ran. Und deswegen sind auch die Weine alle trüb. Also wir haben ja, also in diesen Weinen, das ist Scheurebe, ist eine Aromasorte. Wir haben den Riesling, auch ja mit Aroma. Mhm. Und da wollen wir eine gewisse Reduktivität haben. Ja. Und das ist die Hefe für uns. Also absolut, das kann man wirklich auch beobachten, wenn man sich mit diesen Weinen beschäftigt, eben wirklich die große Rolle eines langen Hefelagers oder eben auch einer Füllung mit Hefe, Wein stabilisierend. Du hast ja gesagt, den Wein kann es eigentlich gar nicht geben. Das ist ja interessant, weil ja immer noch so ist, wenn Sie jetzt mal zu Hause mal auf das Rückenetikett gucken, dann sehen Sie, dass wir hier einen Landwein rein haben. Das liegt daran, dass dieser Wein keine AP-Nummer hat, Lotte. Denn da bei der Qualitätsweinprüfung werden noch blanke Weine gefordert. Ja, also auch da erinnere ich mich dran. Wie gesagt, mein Studium liegt 40 Jahre zurück. Als wir damals studierten, kamen die Barrique-Weine auf. Die spitzen Rotweinbetriebe aus der Pfalz und aus Baden hatten angefangen mit diesem Weinausbau des Rotweines in diesem neuen Barrique-Fass, was in Frankreich und Italien schon viel länger gang und gäbe war. Und diese Weine wurden alle abgelehnt. Sie wurden damals alle als deutscher Tafelwein vermarktet, weil es fehlerhaft wäre. Ja. Naja, es hat ein paar Jahre gedauert, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte. Heute gibt es keinen Spitzenrotwein, der fast nicht im Barrique gelegen hat. Mhm. Von daher gesehen sage ich mal, wir brauchen Zeit. Und es ist ja eine Diskussion hier, wir alle. Wir alle diskutieren, wie entwickeln sich diese Weine, wie sieht denn ein Spitzen... Also diese Scheurebe, die wir jetzt im Glas haben, ist von dem Qualitätsanspruch, würde ich jetzt mal sagen, von unserer Pyramide her der Gutswein. Mhm. Also es ist nicht ein großes Gewächs, es ist der Gutswein. Die Pflege dieses Weines, die Ernte, die Selektion der Trauben, da bewegen wir uns schon eher im großen Gewächsbereich, weil wir sozusagen eine ganz, ganz strenge Selektion vornehmen. Also weil wir natürlich bei diesen Naturweinen extrem auf saubere Trauben achten, weil wir ja nicht sozusagen diese Möglichkeit der Schönung oder andere Möglichkeiten haben. Hier sehen wir sozusagen, da kommen wir her, da kommen die Weine her. Das ist ein Blick auf die Rheinterrasse. Und im Vordergrund sozusagen ein Riesling von uns.
Wir haben hier eine Frage im Chat und zwar zur Scheurebe, zum Thema Aromarebsorten. Meinst du, dass sich Aromarebsorten gerade für Naturwein besonders gut eignen? Nein. Nein. Ich glaube, nein. Der Thorsten wird jetzt sofort widersprechen, weil er den Riesling hat. Und auch wir haben zwei verschiedene Rieslinge. Wir haben einen Basic und einen Premium-Riesling als Naturwein. Wir haben auch, bei uns, der Pettenhardt ist auch aus Riesling. Wir haben eine Silvaner Maischegärung. Wir arbeiten mit Weiß- und Grauburgunder in der Maischegärung. Das glaube ich nicht, dass es sich besonders eignet. Ich glaube, dass der Anspruch oder die Erwartung am Riesling ist viel schwieriger, weil viel, viel mehr Menschen haben ein klares Bild, wie Riesling schmeckt. Und ein Naturwein-Riesling öffnet ein ganz neues Geschmackshorizont. Und ich glaube, es ist schwieriger, dadurch diesen Riesling so zu zeigen. Die Scheurebe ist eher ein Exot. Die ist aromatisch, sie ist nicht so bekannt. Sie hat Liebhaber oder sie wird gehasst. Also Scheurebe mag man oder gar nicht. Ich glaube, es gibt kein Mittelding. Von daher gesehen hat sie so ein bisschen Sonderstellung. Und dass wir heute die Scheurebe pure haben, wie gesagt, das war der absolute Wunsch unseres Importeurs. Das also ein Hoch auf den Importeur, also, sagen wir auch. Ohne den hätten wir diesen Wein nicht, der mir persönlich also, wirklich sehr ans Herz kommt. So nett auch, wie das der Thorsten sagte, die Scheurebe gehört bei uns heute von der Flaschenmarge her zu dem meistverkauften Wein. Super. Die Diskussion bei unseren Zuhörern, die spitzt sich zu, welche Aromen man schmeckt. Jetzt machen wir doch gleich mal die Umfrage. Könnt ihr mit? Genau. Also wir haben hier, das hat wieder Ulrich und ich geschmeckt. Ne? Das heißt nicht, dass ihr das auch schmecken müsst. Ihr könnt, ja, ich habe auch schon gesehen, Litschi und wunderbare Dinge habt ihr angegeben. Die Lotte meinte auch, und es stimmt, wenn ich jetzt reinrieche, hätte ich das auch angegeben. Auf jeden Fall Cassis, das rieche ich auch und das schmecke ich auch. Das ist jetzt nicht angegeben hier, weil das hatten wir beim ersten Mal verkosten nicht so gesehen. Aber jetzt finde ich eindeutig, dass Cassis da ist. Ich finde auch, dass es unterschiedlich ist, also auch eine eigene, also die Tagesform ist auch ein bisschen abhängig, was man schmeckt, was man dazu isst, ist ein bisschen abhängig davon. Also es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, welche Aromen man in Wein schmeckt, aber zur Typizität von der Scheurebe. Lotte, sag doch mal, was du denkst, was typisch ist an Aromen für eine Scheurebe. Also für die Scheurebe, sag ich mal, die wir üblicherweise kennen, ist das Cassis, die Grapefruit, so zwei ganz entscheidende. Und das Cassis, das ist ja die schwarze Johannisbeere. Und die schwarze Johannisbeere, das ist ja so eine Gratwanderung mit der schwarzen Johannisbeere. Das kann ein sehr intensives, eher Fruchtaroma sein. Es kann aber auch so ein bisschen überintensiv werden, sehr laut werden. Ganz oben steht ja hier der Katzenurin. Das hat der Professor Dr. Becker in Geisenheim viel netter formuliert. Das war Pipi du Chat. Wie er sozusagen damals die Scheurebe abgelehnt hat und gemeint, im Rheingau hat die Scheurebe überhaupt gar keine Chance. Das können die Rheinhessen machen, über dem Rhein, aber nicht die Rheingauer. Das sind schon die typischen Aromen. Und wenn man in Rheinhessen an einer Scheurebe-Weinprämierung mitmacht, dann hat unsere nicht, also ich kann mit meiner Scheurebe Pure nicht zu einer Weinprämierung gehen, weil es ist ja kein Qualitätswein. Also von daher gesehen habe ich da gar keine Chancen. Und unsere anderen Scheureben sind deutlich feiner, sie sind verhaltener. Unsere Weine kommen, die Scheurebe wächst bei uns auf dem Sandboden. Und von daher gesehen ist es ein sehr eleganter, feinerer Wein. Er hat nicht so viel Kalkstein drin, mit sehr viel Stickstoff in den Böden, sehr viel Stickstoff, die Rebe aufnimmt, werden die Aromen lauter. Sie gehen mehr in diese schwarze Johannisbeer-Richtung. Aber das ist für einen Biobetrieb nicht üblich und nicht charakterisch. Also das gehört nicht zu uns, eine Überangebot an Stickstoff zu haben. Von daher gesehen sind unsere Scheureben immer leiser, feiner, verspielter. Und ich würde sie auch immer eher in die Grapefruit, grüne Apfel. Ja, siehst du auch jetzt, wir haben ja jetzt das Ergebnis. Lotte, wir haben jetzt das Ergebnis, ne, der Umfrage. Und da hat auch die Grapefruit gewonnen. Also die meisten Leute schmeckten auch die Grapefruit raus. Katzenpipi, das wir geschmeckt haben, hab nicht so viel. Naja, gut. Und ich habe immer mitgelesen, sehr viel exotische Früchte. Ne? Also
Da haben auch sehr viele Leute exotische Früchte rausgeschmeckt. Also ich glaube, dass mit der Bezeichnung, Susanne, würdest du jede, ich sage jetzt wieder in Anführungsstrichen, konventionelle Scheurebe bezeichnen. Okay. Das zeigt uns eigentlich, dass mit unserer, ja, dass diese Spielart oder diese andere Stilistik unserer Weinausbau, ich möchte ja gar nicht sagen, dass Naturwein das einzig mögliche ist oder der wahre Wein wäre. Es ist einfach eine weitere Stilistik, eine weitere Spielart in der Vielfalt unserer Weine, dass wir sozusagen trotzdem sortentypisch sind. Weil ein Vorwurf, der häufig ja unseren Weinen übergemacht wird, heißt, was macht ihr? Das kann man alles nehmen, das hat überhaupt keinen Sortencharakter, man schmeckt nicht mehr, wo es herkommt, man schmeckt weder Terroir, man schmeckt keine Sorte mehr. Das ist eigentlich nur geprägt von Apfelaromen, erinnert an Apfelwein. Das wäre für mich eigentlich alles ein Zeichen, da muss der Winzer noch ein bisschen lernen, wenn sozusagen alle so gleich schmecken. Und wir sind sozusagen, ich glaube, da entwickelt sich ganz viel. Und wir zeigen heute Abend, und wenn man einfach mal so verschiedene Weine probiert, können wir sehen, dass wir haben Sortenunterschiede und wir haben sogar Terroirunterschiede. Also das finde ich total wichtig. Darauf werden wir nochmal kommen, finde ich auch dann beim maischevergorenen Wein, weil erstmal wird bei Naturweinen immer gesagt, alles schmeckt gleich. Genau. Und bei maischevergorenen Weinen, dass man da überhaupt gar nicht mehr sagen kann, was es eigentlich überhaupt ist, wo es herkommt und so weiter. Ob das der Fall ist, finden wir dann gleich raus nach einer kleinen Pause, die wir gleich machen. Nein, die machen wir noch nicht. Erst kommt der Martin. Ja, natürlich kommt erst der Martin. Erst kommt Martin. Martin würde ich ja nie vergessen. Also nach einer kleinen Pause kommen wir dann noch dazu, zu diesem Thema. War ganz, ganz wichtig. Wir haben Sie ja gar nicht zu Hause mit den ganzen Vorurteilen, die gegenüber Naturwein bestehen, so beschossen. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, eben gerade, weil sich da auch so sehr, sehr viel entwickelt und Leute gerne sagen, sie haben mal von Winzer A oder B einen Wein probiert, der war schrecklich. Und wenn man dann fragt, habt ihr in den letzten Jahren eigentlich probiert, wie er sich weiterentwickelt hat, der Winzer mit seinen Weinen, dann hört man da oft nichts mehr. Also der Erfahrungszuwachs, von dem Lotte gerade gesprochen hat, ist natürlich auch sehr groß bei den Winzern, die sich da auf den Weg machen. Und den muss man auf jeden Fall, finde ich, auf jeden Fall auch honorieren und begleiten. Und jetzt Martin. Ja, ich bin in der Rolle des Spaß, der Spaßbremse. Wieso? Jetzt geht es ums Essen, sag mal. Das besser geht, besser wird es nicht. Ja, also erst einmal, ich muss einfach, Lotte 10 Minuten zuzuhören, ist wie 5 Vorlesungen. ich kann nur allen empfehlen, das gibt es ja, mal besuchen. Das gibt's ja hinterher auf YouTube. Guckt euch das noch ein paar Mal an. Da sind so viele Sachen drin. So ein unglaublicher Reichtum. Ich hatte mal die Freude, Lotte wirklich live zu erleben. Danach ist man völlig erschossen und träumt auch davon, also nicht unbedingt von Lotte, muss ich zugeben. Oh, wie schade. Das ist unglaublich. Also ganz toll, unbedingt nachsehen. Da ist ganz, ganz, ganz viel drin, Weinbaugeschichte. Martin, bitte, Speisenbegleitung. Nein, ich muss noch was sagen. Nein, es ist ganz wunderbar, wenn du Lotte in den Himmel lobst, das ist ja auch ich richtig. Ich glaube, aber Georg Scheu hat wir sind so ein bisschen in Zeitnot. Ne? Also ja, wir... Hilft ja nichts. Georg Scheu hat in Alzey vielleicht gar nicht so sehr unterschiedliche Scheureben getrunken. Er hatte kein Trockeneis, er hatte keine Kühlung, er hatte keine Reinzuchthäfen. Also vielleicht sind wir näher an Scheu, als wir so denken. Und Speisenbegleitung, es ist häufig im Chat auch von Litschi die Rede gewesen, das ist ein fruchtiger Wein. Ich persönlich würde wahrscheinlich einen nicht zu stark gesäuerten Salat mit ganz viel unterschiedlichen Obstsachen, also Blattsalat wohlgemerkt, mit Obstsachen, vielleicht auch mit ein bisschen geräuchertem Speck da drin. Also etwas, wo Anklänge, Stücke drin sind, die mit den Aromen hier und da mit dem Wein, also die Salataromen, die Fruchtaromen mit dem Wein anfangen zu reden. Und dann wird man merken, welches Obst besonders gut passt. Vielleicht sind auch noch ein paar Späne irgendeines Käses auf dem Salat. Also unten drunter, das ist ja ein schönes Konzept mal von Michael Hoffmann gewesen, unten drunter unter dem Salat eine Scheibe gekochter Sellerie,
Wunderbar. Hat man den ganzen Nachmittag mit zu tun und macht die zweite Flasche auf. Ja. Super, Dankeschön. Sehen wir auch so. Dann vor der angekündigten Pause kommen noch Fragen. Vor der angekündigten Pause, also wir haben ja gesagt, es ist ein Workshop und Sie werden dann gleich in die Pause entlassen. Wir wollten 10 Minuten machen, das geht aber nicht, wir machen 5 Minuten. Es kommen aber jetzt 6 Fragen zum Thema Naturwein. Paul, du kannst die schon mal einblenden. Und jetzt ist es 20.14 Uhr. Ich würde sagen, wir treffen uns alle wieder um 20.20 Uhr. Sie haben genügend Zeit, diese 6 Fragen in Ruhe auszufüllen und vielleicht noch eine kleine Pause, frische Luft schnappen oder was Sie sonst noch in dieser Pause machen möchten. Wasser nachfüllen, nicht zu vergessen. Und nach der Pause werden wir dann die Antworten, also werden wir die Fragen auflösen, auch die richtigen Fragen zu den Antworten, die richtigen Antworten zu den Fragen. Dann wünsche ich erstmal eine schöne Pause. In 5 Minuten sehen wir uns wieder um 20.20 Uhr. Ja? Es wird so ein Glasgeklong erklingen und dann wissen Sie, dass die Pause zu Ende ist. Ja? Bis gleich. So, willkommen zurück. Vielen Dank fürs Ausfüllen der Fragen. Und hier sind die Ergebnisse. Zur ersten Frage, was ist der Unterschied zwischen Bio- und Naturwein? Das ist schon ziemlich gut. Die erste Antwort ist nämlich falsch. Bei Naturwein werden nur natürliche Reinzuchthäfen eingesetzt. Das war so ein bisschen eine fiese Frage, eine fiese Antwort. Das ist natürlich nicht richtig. Bei Naturwein werden nur natürliche Hefen eingesetzt und nicht Reinzuchthäfen. Reinzuchthäfen sind, wie es der Name schon sagt, gezüchtete Hefen, also künstliche Hefen, die dann in den Wein gebracht werden. Aber bei Naturwein werden, alle Naturweine werden spontan vergoren, das ist auch richtig. Und bei Naturwein wird wenig oder gar kein Schwefel eingesetzt, das ist auch 100% richtig. Und bei Biowein sind auch mehr als 40 Eingriffe in der Weinbereitung erlaubt. Das ist auch richtig, die Aussage. Aber da geht dann gleich der Paulin darauf ein. Aber jetzt gehen wir noch mal weiter zu der Frage 2. Was bedeutet Naturwein? Es ist richtig, also es ist im Grunde, ich muss runterscrollen, damit ich alle Antworten sehe. Moment. Bei der Frage 2 ist alles richtig. Also alle Antworten sind richtig. Was bedeutet Naturwein? Biologisch oder biodynamische Bearbeitung des Weinbergs? Ja, das ist schon eine Voraussetzung für Naturwein. Dann, jeder Naturwein ist spontan vergoren. Also ein Naturwein ist ein spontan vergorener Traubenmost. Das ist auch richtig. Was auch richtig ist, ist die Antwort ohne technische oder chemische Eingriffe im Keller. Auch das ist eine Voraussetzung für Naturwein. Und die letzte Antwort, ein überschätzter Trend, das freut uns natürlich sehr, dass nur ganz wenige das so negativ eingeschätzt haben, weil, wie auch Martin vorher schon erklärt hat, es ist nichts Neues. Naturwein ist nichts Neues. Es ist eine Weinbereitung, die schon sehr, sehr lange bekannt war. Aber der Paulin wird uns jetzt etwas erzählen zum Unterschied, weil ich glaube, das ist vielleicht noch nicht ganz klar, der Unterschied von Naturwein und Biowein und wie das auch aus der Sicht von Ecowin beurteilt wird. Paulin, du bist noch stumm geschaltet. Ja, ja. Danke. So, ich glaube, jetzt habe ich es dann draußen, liebe Susanne, lieber Uli. Jetzt soll ich zu dieser Frage was sagen. Ich freue mich natürlich zuerst einmal, dass wir so viele Zuhörer haben. Ja, und ich freue mich, und Zuhörerinnen, ich muss aufpassen mit meinem Gendering, gell, und freue mich, dass ich in so einem schönen Team mit Martin, Petra und meinen lieben Kollegen Thorsten, Lotte und Lars hier aktiv sein darf. Ja, im Prinzip ist es so. Naturwein und kann theoretisch auch aus konventionellen Trauben gemacht werden, wenn wir den Naturwein als geschmackliches Endprodukt sehen. Aber in der Urdefinition ist es einfach so, eine der ersten Menschen, die über Naturwein geschrieben hat, war Isabel
Legeron, die auch die Gründerin ist. Ah, das ist es spiegelverkehrt, raffiniert. Sie ist auch die Gründerin der Rhin-Messe. Ja. Und Isabel, ja, ich habe es hier noch auf Englisch, weil das gab es noch nicht auf Deutsch und ich musste es in England bestellen und habe mich da durchgewälzt. Und sie hat es ganz klar definiert, dass natürlich Naturwein zunächst schon mal aus biologisch angebauten Trauben stammt. Und ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, was natürlich uns als Bio-Winzer auch wichtig ist, dass es nicht plötzlich Naturweine ohne Ende gibt, wo möglicherweise das Wichtigste, nämlich der wichtigste Teil der Anbauseite, x-beliebig ist und überhaupt nicht definiert. Also von dem her freut uns das sehr, dass hier doch das sich mehr und mehr verbreitet, auch in den Köpfen der Konsumenten und auch in der Köpfe der Verbände, auch den politischen Köpfe, dass eben Naturwein zunächst einmal, wenn es dann überhaupt definiert wird, ein Wein aus biologischem Anbau oder Trauben aus biologischem Anbau sind. Und so gesehen sind alle Naturweine Bioweine aus der Sicht von Ecovin, aber sind natürlich nicht alle Bioweine auch gleichzeitig Naturweine. Es ist so, dass natürlich Naturwein auch ein verbrannter Begriff in Deutschland ist. Ja. Er ist praktisch gewissermaßen tabu, weil es in den Diskussionen Ende des 19. Jahrhunderts, da ging es ja darum, wollen wir Weine anreichern mit Zucker, ja, das war ja im Prinzip auch eine französische Diskussion vor allem, ja, Captal hat die Anreicherung entwickelt, Louis Pasteur hat die Skerkinetik entdeckt mit den Hefen etc. etc. Dann hat man gesagt, okay, mit ein bisschen mehr Zucker kriege ich mehr Alkohol, die Weine werden kräftiger. Und da gab es einen Grundsatzstreit, ja, der übrigens spannend ist nachzulesen, ähnliche Grundsatzstreite, Auseinandersetzungen, wie wir sie heute auch führen, ja, in vielen Bereichen. Und da gab es dann diese Naturweinbewegung, das war die Bewegung, das waren die Vertreter, die gesagt haben, wir erhöhen den Alkoholgehalt nicht durch Aufzuckerung vor der Gärung. Und daraus resultierte der Begriff naturreiner Wein, das waren also dann Kabinettweine, Spätlesen, Auslesen, die dann keine Anreicherung erfahren haben. Das war übrigens nur in Deutschland so klar festgelegt, international konnte man auf keinem Etikett erkennen, ob es angereichert war oder nicht. Jetzt kann man auf alten Etiketten noch finden, Pauline. Wollte nur ergänzen zu dir, man kann das tatsächlich noch auf alten Etiketten finden. Rheingau zum Beispiel, da sieht man oft noch den Zusatz Naturrhein auf dem Etikett. Das stammt genau aus der Zeit, die du erwähnt hast. Tatsächlich interessant, wie sich da eine Diskussion um Weinqualität auch mit einer nationalen Diskussion verbunden hat, wie in der Zeit wahrscheinlich kaum zu entgehen. Also ein Streit zwischen der französischen und der deutschen Seite, aus der sich ja dann, muss man ja sagen, der VDP-Vorläufer gegründet hat, die ja als erstes den Begriff Naturwein verwandt haben, nicht als Naturweinversteigerer, die eben sozusagen ihren Kunden klar machen wollten, dass sie hier keine aufgezuckerten Weine, sondern eben naturreine Weine bekommen. Also das noch fiel mir noch kurz noch ein, Pauline, als kleine Ergänzung. Vielleicht, Uli, wenn ich noch das Datum nennen darf, 1971 kam eben das neue Weingesetz und da wurde dieser Begriff Naturrhein verboten und deswegen ist jetzt eigentlich der Begriff Natur im Wein, bei Wein im Zusammenhang mit Wein in Deutschland einfach total tabu. Und da eiern wir jetzt buchstäblich auch so ein bisschen rum in der Branche, weil wir nicht keinen Begriff haben. Und dann wird natürlich darüber diskutiert, wie es dann aussieht. Es gibt eben keine rechtlich verbindliche Definition und ich bin froh und ich weiß, wir wissen natürlich jetzt innerhalb von Ecovin, ja, sind wir uns auch noch nicht ganz einig. Auch da gibt es natürlich eine Diskussion, was verstehen wir nun wirklich, wenn es festgelegt wird als klare Charta, wie muss Naturwein jetzt dann wirklich auch aussehen, wie müssen wir uns das verstehen. Da gibt es eine Tendenz, vor allen Dingen unter den Pionieren, also ich sehe ja hier Lotte und Thorsten, wir haben darüber gerade jetzt das letzte halbe Jahr viel darüber gesprochen, für uns ist es eigentlich relativ klar, biologischer Anbau der Trauben. Und ich meine, man muss schon sagen, das ist das Allermeiste. Also ich meine, der Anbau ist das Allerschwierigste, ja. Und im Keller ist es eben auch so, dass wir sehen, nichts rein und nichts raus. Also nichts zusetzen, aber auch nichts rausnehmen. Nichts rausnehmen heißt zum Beispiel auch keine Filtration und solche Dinge. Das heißt eben wirklich sozusagen den Wein möglichst natürlich minimalistisch zu erzeugen.
Das heißt, Pauline, ihr könntet euch als Ecowin vorstellen, zu so etwas zu kommen, zu so einem Label, das es ja in Frankreich mittlerweile gibt, Vin-Méthode Nature, was eben genau dann sozusagen auch kenntlich macht, dass man nach diesen Maßstäben, die wir gerade genannt haben, arbeiten. Da ist es mal genau, es gibt das in zwei Varianten, sans Sulfite, also ohne zugefügte Sulfite, und mit weniger als 30 Milligramm zugefügten Sulfiten. Wäre das etwas, was ihr euch vorstellen könnt bei Ecowin? Also ich denke mal, dass wir in die Gremien wahrscheinlich mit so einem Konzept in die Vorschläge gehen werden. Aber wie gesagt, Ecowin ist eine demokratische Organisation. Wo die Diskussion wirklich hinläuft, weiß ich nicht. Thorsten, Lotte, ihr wisst wahrscheinlich auch nicht. Das müssen wir sehen, wo es hinläuft. Aber ich finde auf jeden Fall bezogen auf den heutigen Abend das wunderbar, dass ihr die Weine auch ausgewählt habt, genau nach diesem Kriterium, ja. Nämlich wirklich nichts rein und nichts raus, weil damit haben wir zumindest mal auch einen Pflock eingeschlagen und gesagt, okay, das ist auf jeden Fall die ideale Form, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt kommt es darauf an, muss man da und dort vielleicht noch Zugeständnisse machen. Der Pflock heißt aber auch heute Abend eben nicht nur bisschen Schwefel mit 30 Gramm, wie es ja in Frankreich diese zwei Abteilungen gibt, sondern wir haben hier auch wirklich ganz klar gesagt, wenn dann eben auch ohne Schwefel. Und da kommen wir noch jetzt in einen Aspekt hinein, den auszuführen mir jetzt einfach auch wichtig ist, ja, weil es eben da uns auch nicht nur darum geht, dass man sagt, ja, diese Schwefeldiskussion zu führen, also ich meine, wir werden alle, die allermeisten Winzer von uns, auch Ecowin-Mitglieder, werden auch in Zukunft die größten Teil ihrer Weine oder sehr viele Weine mit Schwefel ausbauen, ja. Weil Schwefel hat auch seine Vorteile und Schwefel prägt den Geschmack der Weine, wie es die allermeisten von uns seit Jahrhunderten kennen, ja. Und es geht jetzt nicht darum, sozusagen jetzt zu sagen, nur noch so ist richtig Wein, sondern es geht einfach darum zu sehen, okay, wir haben hier, indem wir auch den Schwefel weglassen, ja, die Chance, auch eine andere geschmackliche und sensorische Ausprägung im Wein zu entwickeln. Und damit beschreiten wir neue Geschmacks- und Aromawelten. Und damit erhöhen wir auch die Geschmacksvielfalt bei Wein und die Vielfalt überhaupt. Und wenn ich hier jetzt ich freue mich, dass auch Slow Food gerade ganz stark unter dem Stichwort biokulturelle Vielfalt agiert, ja, weil das genau das beinhaltet, ja, es geht um die Vielfalt und wie gesagt, wenn ich da den Schwefel mal weglasse und ohne Schwefel vinifiziere, da komme ich in der Tat in ganz andere Sphären hinein und für mich, ja, obwohl ich realistischerweise sehe, dass diese Art von Naturweinproduktion wird wahrscheinlich nie mehr wie 3-5% der Produktion ausmachen. Übrigens auch in Georgien ist das nicht so. Da ist Quevri-Ausbau, das macht 3-5% der Produktion aus. Der Rest wird im Edelstahl europäisch vinifiziert. Das muss man einfach halt auch wissen. Ja, da erzählt man dazu kommen wir gleich, Pauline. Dazu kommen wir gleich. Ja, eines nur noch zu Ende, Uli. Ja. Es geht für mich eben nicht um das Entweder-Oder, sondern mir geht einfach um das sowohl als auch um beides, um alles, um Fülle zum Wohl. Wunderbar, Pauline, damit machen wir gleich weiter, denn über die Rolle des Schwefels haben wir jetzt ein paar Mal schon gesprochen, dazu hatten wir auch Fragen. Also was macht der Schwefel im Wein? Da hatten wir die Auswahl Kopfschmerzen, das ist leider nicht richtig. Es gibt Menschen, die reagieren wirklich, also asthmatische Menschen reagieren häufig allergisch oder kann sein, dass sie überempfindlich auf Schwefel reagieren. Aber der Schwefel macht meistens nicht die Kopfschmerzen, sondern der Alkohol. Also da kann man wirklich nichts sagen, dass der Schwefel dran schuld ist. Was macht der Schwefel? Er drängt Bakterien zurück, das ist richtig. Er stoppt die Gärung, das ist auch richtig. Und er verhindert Oxidation, das ist auch richtig. Und er beeinflusst die Aromaentwicklung. Auch das ist richtig. Das sind alles richtige Antworten, bis auf Nummer 1 Kopfschmerzen, weil das ist der Alkohol. Dann haben wir noch andere Fragen, die wir kurz klären. Dann gehen wir auch weiter gleich zu dem Wein. Ist Naturwein immer spontan vergoren? Das hat sich inzwischen, glaube ich, aufgeklärt. Ja, Naturwein ist immer spontan vergoren. Das ist die richtige Antwort. Ist Naturwein als gesünder normaler Wein? Da würde ich sagen, ist die richtige Antwort nein, weil auch das Ungesunde im Naturwein ist halt auch der Alkohol. Und man könnte aber sagen, dass Naturwein natürlich
gesünder ist für die Winzer, wenn es Bio-Winzerinnen sind, die keine Pestizide spritzen, dann ist es auf jeden Fall gesünder für die Winzer und es ist besser für die Umwelt. Und es hat wahrscheinlich, Naturwein hat wahrscheinlich die bessere CO2-Bilanz, weil weniger Technik eingesetzt wird. Das kann man schon sagen. Aber dass Naturwein gesünder ist, da wäre ich vorsichtig. Man kann auch viele Texte lesen, die gerade so als Naturwein nach Deutschland wieder kamen, so mit auch mit der Raw, konnte man sogar viele Texte lesen, die gesagt davor gewarnt haben, vor dem Trinken von Naturwein, weil das mikrobielle Leben in denen so groß ist, ja, dass man da hinterher womöglich Schaden am Leib nehmen würde. Aber das ist in etwa so, als würde man den Verzehr von Rohmilchkäsen verbieten. Das ist halt ein lebendiges Produkt. Ich weiß von keinem Fall, wo jemand durch mikrobielles Leben im Naturweinen zu Schaden gekommen ist. Aber es ist tatsächlich eine Sache, die auch von sehr, sehr ernsthaften Menschen tatsächlich gegen Naturweine ins Feld geführt worden. Die sind einfach nicht stabil, die sind nicht gesund. Wie sie stabil und gesund werden können, also als Wein gesund, das haben wir ja schon einige Hinweise heute Abend darauf bekommen. Und die letzte Frage, ist Naturwein gleich Orangewein, also ist das identisch? Die richtige Antwort ist, was ganz viele wissen, ist erstaunlich, nein, es ist nicht identisch. Also nicht jeder Orangewein ist ein Naturwein. Und nicht jeder Naturwein ist ein Orangewein. Aber jetzt kommen wir gleich zu einem Orangewein, der ein Naturwein ist. Weil ein Orangewein ist schlicht und ergreifend einfach ein Wein, ein Weißwein, der gemacht wird wie ein Rotwein. Und zwar der Maische vergoren ist. Und jetzt schenken wir uns den Orangewein ein. Genau. Und zwar vom Weingut Zehringer aus dem Jahr 2018 aus der Rebsorte Weißburgunder. Ich halte ihn noch mal so. Ach, es ist schlecht zu erkennen. Es spiegelt so. Aber es sind vier Weine, es ist wahrscheinlich ganz übersichtlich. Es gibt einige Menschen, die ein Paket bekommen haben, die nicht den 2018er bekommen haben, sondern den 2019er. Der Grund dafür ist, wir wollten alle zulassen und es gab nur noch 250 Flaschen von dem 2018er. Und dann war das Weingut Zehringer so freundlich und hat dann den 2019er in die Flasche gefüllt, was die Menschen, die einen 2019er haben, bei denen ist es auf dem Etikett des 18 händisch durchgestrichen und die haben eine Fassprobe von dem 2019er. Aber stilistisch ist es der Wein durchaus ähnlich. Natürlich gibt es klare Jahrgangsunterschiede, aber das kann dann der Paulin sagen. Aber bevor der Paulin zu Wort kommt, wollen wir noch was zu Orange Herkunft Georgien sagen? Genau, Paulin hat es schon erwähnt. Wir werden auch gleich mit ihm nochmal darüber sprechen. Aber ich glaube, wir zeigen da einfach mal ein paar Bilder. Georgien, das ist eine Tonamphore. Georgien ist ja mit ziemlicher Sicherheit zumindest ganz nah an der Wiege des Weinmachens. Dort wird traditionell Wein in Quevris, in Tonamphoren ausgebaut. Die werden verbuddelt. Das sieht man gleich, wenn man weiterschaut. Dies ist ein sehr, sehr altes Kloster, der Weinkeller dort. Also man sieht sozusagen nur noch die Löcher, wo die rausgucken, ne? Wo die befüllt werden dann, die Quevris. Der ist also über 1000 Jahre alt. Und wenn wir jetzt das nächste Bild sehen, Weingut in der gleichen Gegend, auch ein Marani, also ein Weinkeller, wie das da heißt. Und dann sieht man, der Unterschied ist kaum zu sehen, außer dass mal vielleicht eine Glasabdeckplatte dann noch drüber ist, über der verbuddelten Amphore. Also die Technik hat sich erhalten, ist auch Weltkulturerbe, die Art und Weise, Wein in Tonamphoren auszubauen. Und wir haben ja schon gesagt, unsere Trinkerfahrungen haben ja viel mit dem zu tun, was wir kennen. Wir kennen, dass Weißweine Saft vergoren werden, also dass der Saft von Weißweinen vergoren wird und beim Rotwein hingegen die Maische vergoren wird. Und das ist ja letztlich auch eine kulturelle Entscheidung gewesen, dass man eher fruchtbetonte Weißweine ausbauen will und eher Rotweine, die eben mehr Tannine, mehr Struktur haben. Und Orange, ja, Paulin, ist letztlich ein Weißwein, der wie Rotwein gemacht wird. Du selber warst
viel in Georgien unterwegs. Was hat dich da fasziniert daran, wie dort Wein gemacht wird? Also handwerklich Wein gemacht, das hast du richtig gesagt. Es gibt auch riesige Weinfabriken, die besonders errichtet wurden, als man die Sowjetunion weitestgehend mit Wein versorgt hat von Georgien aus. Aber die klassische Methode, was hat dich daran fasziniert in Georgien? Du musst dich noch wieder lautschalten, Pauline. Es hat mich natürlich im doppelten Sinne begeistert, diese Vinifizierung in den Quebris, wobei das ja wirklich nur jetzt nicht in ganz riesigem Umfang erfolgt, nämlich zum einen, dass wir hier die ganz traditionelle Verfahren haben der Vinifizierung, ja, die praktisch 8000 Jahre Geschichte hat. Ich habe die Tonamphornag angeschaut, 6000 Jahre vor Christus, verbürgt, auch nachgewiesen, dass da Wein eben drin war. Und das erfüllt einem schon mit so einem gewissen Kribbeln. Oh, 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 das ist eine gewaltige Geschichte. Ja, das war das eine. Und das andere ist einfach das, dass diese Vinifizierung in den Tonamphornen Georgiens ja auch wirklich was handwerklich, was ganz Simples ist. Ja. Da brauche ich sogar noch nicht mal eine Presse. Da brauche ich außer ein paar Eimern und da brauche ich praktisch fast gar nichts mehr, ja. Und das ist, heißt, es ist eine unheimlich simple Vinifizierung, ja, weil wenn dann der weiße Most, die weißen Trauben auch Maische gegoren sind, dann wird einfach nur der klare Saft wird dann abgezogen und der Rest an Schlempe, da machen sie dann ihren Chacha draus. Und das kann alles auf einem kleinen Betrieb mit den allereinfachsten Verhältnissen erfolgen. Das waren sozusagen die positiven Erlebnisse. Die durchaus auch kritischen Erlebnisse waren natürlich auch die, dass es da auch qualitativ natürlich dann eine Spanne von ganz unten bis ganz oben gab. Ja, ist von Kopf fehlerhaft bis große Weine ist eben da alles auch da zu erleben. Und es war natürlich für mich auch die Erfahrung, es nutzt nichts einfach nur zu sagen, ich mache einen Quevri-Wein und dann ist es ein toller Wein. Es muss auch handwerklich gut, mit Liebe, mit Sorgfalt gemacht sein. Aber der hier ist kein Quevri-Wein, ne? Das ist, den habt ihr badisch modern gemacht. Erzähl mal. Ja, ich habe jetzt die provokante Frage vermisst, Susanne. Du hast mich ja da vor einem Vierteljahr angesprochen. Pauli, wir waren doch mal bei dir vor 5 Jahren. Du hast gesagt, um Himmels Willen, Quevri kommen mir nicht ins Haus. Ja. Das hängt nun natürlich auch damit zusammen, dass die Tonamphore, die klassische Quevri, die ist am Boden vergraben, liegt unten drin. Das ist hygienisch, handwerklich, das ist eine hochkritische Geschichte, macht einen irre Aufwand. Und für mich als Handwerker ist das einfach sozusagen, das ist mir viel zu viel, viel zu gefährlich, viel zu kritisch, viel zu aufwendig. So. Und in dem Moment, wo dann sich aber in meinem Kopf die Brücke gebildet hat. Ja, ist ja klar, die Tonamphore war das Gefäß in der Antike, im Orient. Ja. Was für ein Gefäß kommt denn hier aus dem Okzident, aus dem Westen, aus Mitteleuropa? Ja, ja, da kommt das keltische Fass, die Fasskunst geht auf die Kelten zurück. Das haben die Römer von den Kelten gelernt. Ja. Und in dem Moment, wo mir das klar geworden ist, okay, ich kann ja das gleiche Verfahren machen, aber ich mache es eben in Edelstahl und in Holz. Und wir haben jetzt hier in diesem Weißburgunder Orange diese Kombination. Ja, wir haben hier zunächst auch 2 verschiedene Partien. Vielleicht kann man sogar sagen 3 verschiedene Partien. Das ist erst schon mal aus einem Lesegut geerntet. Ausgewählte Weißburgunderanlagen, reduzierter Ertrag, Top-Selektionsqualität, händisch gelesen in Kisten, sorgfältig, null Botrytis, gar nichts, wirklich piekfein verlesen. Dann ein Teil eben in einem dann Edelstahl für 3 Wochen vergoren, dann abgepresst und ins Barrique, ja, da kommt nämlich das Holz jetzt rein, und der zweite Teil dann in Edelstahl und 6 Monate völlig ohne anzurühren. Deckel drauf und zu, also muss sagen, während der Gärung noch ein bisschen gestoßen, Abschluss der Gärung, Deckel drauf, zu, und im Februar, März, wir haben vorgestern hier jetzt den 220er abgepresst, gerade hier 5 Meter hinter mir im Hof. Das heißt, da lag dann eben die Partie 6 Monate im Verbund mit der Maische und mit der Hefe. Und wenn man
nach diesen 6 Monaten setzt sich irgendwann die Drescher und die Schalen eher unten ab. Oben ist der klare Saft, haben wir den klaren Saft abgezogen erst. Dann haben wir die Presskomponente abgezogen in ein eigenes Barrique. Die haben wir dann getrennt verfolgt und dann aber wirklich befunden am Schluss, wow. Das Allerbeste ist, dass wir diese 3 verschiedenen Fraktionen gewissermaßen, wie man so fachlich sagt, klingt ein bisschen blöd, aber dass man diese 3 Fraktionen zusammenführt, um dann diese Komplexität und diese Komplettheit zu erreichen, die wir hier im Glas haben. Zu dem Thema Hefe vielleicht auch noch gleich, weil ich werde wahrscheinlich gefragt, warum ist dieser Orange Wein hier einfach so klar, ja. Das liegt daran, dass wir hier natürlich erst einmal, wenn der Wein dann ins Barrique kommt, ist auch noch Hefe mit dabei, ja, Feinhefe, da wird der Wein erst einmal batoniert bis in den September, also ein gutes halbes Jahr. Und dann lassen wir den plötzlich in Ruhe und dann kann er sich natürlicherweise sedimentieren und absetzen und daher ist dann dieser Orange Wein eigentlich dann farblich unfiltriert zwar, aber doch relativ hell, relativ trubfrei und da ist es aber auch so, dass eben da der lange Hefekontakt eine wichtige Rolle spielt und auch die Zeit, damit der Wein in sich eine Stabilität erreicht. Das ist auch das Wunderbare an diesen Weinen, dass sie über diese Zeit hinweg jetzt eine Stabilität entwickeln, die ich mit keinem geschwefelten Wein je erreichen werde, weil ich fürchte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass auch diese Flasche heute Abend noch leer wird, die Sie da haben. Aber wenn nicht, ja, dann können Sie 14 Tage stehen lassen. Ohne Probleme. Der ist sowas in sich ruhend, da ja. Können Sie den, der lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Gut, wie auch immer, das ganze Ding war natürlich auch unsere Idee hier im Weingut Sehringer zu sagen, wir wollen hier auch jetzt versuchen, einen Wein zu generieren, der ohne Schwefel ausgebaut wird. Und da ist der Gerbstoff aus der Gärung natürlich ein ganz klarer Trick. Das, apropos kein Schwefel, Pauli, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen, weil der Chat, die Leute sind ganz verwirrt, warum steht drauf, enthält Sulfite, wenn er nicht mit Schwefel abgefüllt wird? Das müssen wir nochmal erklären, ne, dass bei der Gärung auch Schwefel entsteht. Deshalb, es gibt keinen schwefelfreien Wein. Ne, und deshalb, auch wenn ohne Sulfite abgefüllt ist, kann da Schwefel drin sein. Zwar wenig, aber es muss deklariert sein. Ja, so ist es. Und das war gerade eine Diskussion im Chat und die sollten wir gerade beantworten. Ja. Und du hast gerade Schwefel nochmal genannt und dachte ich, da muss ich dich kurz unterbrechen, pardon. Deswegen, also kannst du mal dazu sagen, das Etikett ist ja sozusagen eigentlich zu lesen, ja wie auch ein, fast schon wie ein Manifest oder eine Charta von Naturwein, also in dem Fall Maischegärung ist klar, für den Orange biodynamisch, kein zugesetzter Schwefel steht ja drauf, unfiltriert, Handlese, spontan, Gärung und als Grundlage des ganzen Biowein. So, ne, das steht ja alles da drauf, also kein zugefügter Schwefel, trotzdem ist Schwefel ein Gärprodukt. Das ist einfach die gesetzliche Vorgabe. Danke, Susanne und Uli, dass ihr das erläutert habt. Ja. Und es gibt ein ziemlich gutes Foto, wo man auch diese Maische, also diese Weißweintrauben oder Weißburgundertrauben sieht, nachdem du sie nach ein paar Monaten rausgeholt hast. So sehen die dann aus. Wir können auch noch mal ein Foto zeigen. Vom vielleicht Wein. Kann Pauline dazu ja, einfach genau, noch was sag sagen. Was. Also was, genau. Was haben wir da jetzt in der Hand, Pauline? Ja, das ist jetzt praktisch die Traubenschalen, die Beerenschalen, da sind auch die Kerne mit dabei, die jetzt ein halbes Jahr in direkten Kontakt mit dem, praktisch sozusagen mit allem dran im Bottich standen. Ja. Wunderbar. So wie die normalerweise auch in der Amphore. Genau. Das Interessante ist in Georgien, dass die Weißweine werden eben auch 6 Monate auf der Amphore gelassen, während die Rotweine zum Beispiel nur 2 bis 3 oder maximal 6 Wochen auf der Maische sind dort. Aber wie gesagt, es ist das Interessante, dass hier die Beeren noch fast richtig grün sind, ja, weil das einfach durch die Prozesse und durch die hohe Phenolik entsteht da einfach praktisch ein Oxidationsschutz, ja. Mhm. Wir können auch noch ein Foto zeigen vom Weingut Sehringer. Und zwar von der Lage, wo die Weißburgundertrauben auch geerntet werden, genau. Ja, das ist ziemlich im Zentrum, ist die Heidersheimer Sonnhole und da stehen die Weißburgunderanlagen. Reine Südlage, das sind also einfach Top-Trauben. Es ist einfach nicht nur so, dass wir sagen, wir nehmen irgendwelche Trauben und dann machen wir jetzt einen Naturwein draus, sondern es sind wirklich auch aus unseren Top-Trauben mit aus den besten Lagen Rehberge, die auch sehr alt sind. Die sind
die stehen da, wo der Baum ist, da 1982 gepflanzt, da sind es 40 Jahre alt, ja, sind also auch ganz tolle Reben einfach auch, ja. Dann können wir uns auch noch das Foto angucken mit dem Fabian Zähringer zusammen vielleicht, wo ihr den geernteten Weißburgunder Trauben. Ja, das sind jetzt keine Weißburgunder. Nee, es sind Riesling, Weißburgunder, ne? Können auch Gutedel sein, kann ich jetzt nicht sagen. Gutedel, okay. Ja. Okay, gut, dann würden wir vielleicht die Leute fragen, was sie schmecken. Eine Anmerkung habe ich einfach noch, ja. Einfach auf die Anmerkung, dass wir natürlich uns, das habe ich ja vorhin so ein bisschen angedeutet, schon, dass wir diese verschiedenen Spektren an Geschmacksspektren einfach auch spannend finden. Und so sehen wir das auch hier im Weingut Zähringer, dass es einfach eine geschmackliche, komplette andere Ergänzung ist zu unserem Sortiment. Und das macht es auch interessant für unsere Kunden. Und interessanterweise kommt dieser Wein aber auch bei vielen Verkostungen, also so Prämierungen, schneidet er unglaublich gut ab. Also bis hin zu bei Mundus Vini, Best White Wine of Competition und solchen Dingen. Wir sind komplett überrascht, ja, wie der Wein bewertet wird. Wobei ich einfach auch dazu sagen möchte, uns geht es nicht darum, dass der Wein die Juroren beeindruckt, sondern uns geht es eigentlich darum, dass der Wein eben unseren Kunden schmeckt oder jetzt heute Abend Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass er Ihnen schmeckt, ja, dass er euch gut tut und dass er Ihnen einfach auch Freude macht. Ja. Darum geht es letztlich auch. Und das ist auch das, was sich auch dann letztlich auch widerspiegelt, auch im Verkauf und überhaupt in der weiteren Entwicklung. Danke. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Wir haben hier wieder eine rege Diskussion im Chat. Also woher kommt das pelzige Gefühl auf der Zunge? Ja, das ist das Tannin, das da drin ist. Dann die Frage zum Tannin. Kommt die Tanninstruktur im Wein vor allem von den Bärenhäuten oder kommt sie vom Barrique? Direkte Antwort von mir. Ja, bitte. Gerne. Vom Barrique kommt da praktisch kein Tannin. Genau. Wir verwenden da auch nicht neue Barriques, sondern gebrauchte Barriques. Weil wäre da geht die nächste Frage gewesen. Da geht es nicht darum, dass wir den Wein unnötig aromatisieren oder Tannine draufsetzen. Das sind also Tannine von den Schalen und von den Kernen. Ja. Und jetzt ist schon nochmal der entscheidende Punkt, ist einfach auch der, dass es Holzfass, und das ist sowas wie ein handwerkliches Geheimnis eigentlich auch. Ich soll es eigentlich gar nicht hier verplappern, ja. Weil wir haben in der Schule, in den Hochschulen lernen wir alle was ganz anderes, ja. Aber dadurch, dass der Wein im kleinen Holzfass, ja, einer ständigen leichten Oxidation ausgesetzt ist, werden alle sozusagen leicht oxidierbaren Substanzen, das wird alles oxidiert, ja. Und was dann übrig bleibt, ist eben so ein wunderbar stabiles Getränk. Danke. Das ist echtes Phänomen, auch für mich als schon mit jetzt 35 Jahre, bald 40 Jahre önologischer Erfahrung. Ja. Wir haben schon die Frage eingeblendet nach den Aromen. In dem Fall haben wir vorgeschlagen, das Aroma Weihrauch, dann oxidierter Boskop-Apfel, dann Zeste, also eine Haut, eine Haut von Zitrone oder Orange, die Schale, Entschuldigung. Dann Bergamott oder Lösungsmittel Nagellackentferner. Das haben wir alles darin geschmeckt. Wie gesagt, ich wiederhole mich, Sie müssen das nicht schmecken. Sie können einfach in den Chat geben, was Sie ansonsten schmecken. Da haben wir eine Frage, da haben wir eine Antwort vergessen einzugeben. Gar nichts von all dem. Aber Sie können trotzdem in den Chat geben, was Sie schmecken. Nein, es ist total interessant, was für eine, eben gerade, wenn wir hier einen oxidativen Weintyp haben, natürlich kommen hier Meldungen von, erinnert an Sherry, klar, getrocknete Aprikosen, Mandeln, Rauch. Auch das sind alles total spannende Dinge, weil wir es hier einfach wirklich mit einem anderen Weinstil, trockener Sherry kommt nochmal, ja, also weil wir es hier auch mit einem oxidativen Weinstil zu tun haben, den ich extrem toll auch finde zum Essen, zu Speisen. Pauline, was isst du am liebsten dazu? Ja, das Problem ist jetzt, dass ich mich da nicht entscheiden kann bei dem Wein, weil der hat so eine riesige Flexibilität und ich glaube, da hat Martin nachher noch einmal eine ganz
hochinteressante Anmerkung zu machen, die ich von ihm gelernt habe. Wie auch immer, ich tendiere jetzt gerade mit dem Weißburgunder Orange schon wieder zu so ganz klassischen Dingen wie ein Leberwurstbrot, ja. Wo wir das Rauchige, das Salzige von der Leberwurst haben, also so eine Schwarzwälder geräucherte Leberwurst, am Ende noch mit einer Scharweihe zusammen. Das ist also da so ein etwas salziges Gebäck, das hier traditionell ist bei uns im Maghreberland. Aber es geht gleichzeitig dazu zu ganz hervorragend zu Käsen. Die dürfen auch richtig fett, die dürfen auch richtig kräftig sein. Da kann man das ausgleichen. Und im Übrigen auch allem, was irgendwie mit Speck ist. Ja, wenn da Salz kommt und wenn da Räucherkomponenten kommt, dann kann das einfach so eine wunderbare Melange geben. Und teilweise so eine Richtung als Kontrapunkt, aber auch an Verbindung und Harmonien. Und das ist eben das, weswegen diese Weine ja in der Gastronomie plötzlich auch von den Sommeliers, ja, Susanne, plötzlich auch so interessant gefunden werden, weil die sich mit Speisen, weil die da häufig viel besser umgehen können. Ja, wir fanden ja, dass hier Räucherfisch ziemlich gut passt. Also wenn man es jetzt zart macht, die Forelle. Aber ich finde gerade besser ist noch Makrele, also fett und intensiv. Da passt eigentlich kaum ein Wein. Ja, da sagt man, da trinken Bier dazu. Aber dieser Wein passt zur Makrele. Also ganz, ganz sicher. Und aber wir wollen jetzt die kulinarische Frage natürlich nicht vorwegnehmen, weil Martin, bitte, du hast sicherlich auch noch eine Idee, aber ich muss so erklären, was wir da reingeschrieben haben, was wir empfehlen. Martin, du musst dich, glaube ich, noch laut stellen. Du bist noch auf stumm. Ja. Das ist immer die Schlafmützensituation. Ich habe euch so fasziniert zugehört. Eigentlich muss ich ja gar nichts mehr anfügen. Pauline hat in einer wunderbaren Weise über fachliche Sachen gesprochen. Wir erleben heute nicht nur eine Einführung in Naturweine und Orangeweine und einiges mehr, sondern ganz tief in die Produktion. Und das, was ich mir gerade hier aufgeschrieben habe, immer ist klar, Wein ist kein Naturprodukt, das von selbst entsteht, sondern es ist ein Kulturprodukt. Bei allem, was wir trinken und probieren, wenn es auf der Flasche ist, wenn es bei uns im Glas ist, es ist ein Produkt einer willentlichen Kultur. Und wir sind heute in der Lage, größere Zeiträume nicht nur zu überblicken, sondern uns auch denen wieder anzunähern oder anzunähern. Aber natürlich immer mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da war das, was Paulin jetzt gerade beschrieben hat, ganz, ganz wunderbar. Bei dem 19er habe ich mir zu den Sachen, die genannt wurden, noch aufgeschrieben, Zedernholz. Mhm. Komme ich nicht dran vorbei, muss ich unbedingt sagen. Und ihr habt ja schon, Paulin hat ganz wunderbar und natürlich auch vollkommen Slowfood-gemäß die Produkte genannt, die in der Region, in der der Wein entsteht, auch hergestellt werden. Also die anderen Produkte, man kann ja nicht nur von Wein alleine leben, so schade das ist, man braucht auch ein bisschen was anderes dazu. Und da hat Paulin ganz wunderbare Sachen gesagt. Ich möchte nur eine Sache anfügen, um auch die Kraft und die Potenz, die in solchen Weinen steckt, deutlich zu machen. Mir fällt eine Daube Provençale ein. Ein Schmorgericht, ein langsames Schmorgericht mit einem Fleisch, mit einem bindegewebsreichen Fleisch hergestellt. Ja, Paulin, danke. Das ist jetzt keine Daube Provençale, sondern die regionalen Sachen aus dem Maghrebler Land. Daube Provençale. Und das Schöne ist darin, man schmort in diesem Gericht die Schalen, die getrockneten Schalen von Zitrusfrüchten. Eigentlich egal was für Zitrusfrüchte. Und das ist ein Gericht, was ich mir ganz, ganz wunderbar vorstellen kann für diesen Wein oder diese beiden Weine, die bei aller Ähnlichkeit natürlich auch unterschiedlich sind. Und man wird immer wieder neue Sachen dazu finden, versuchen. Mein Mantra sowieso, ausprobieren. Das Schlimmste ist, es passt nicht, dann lässt man die Flasche stehen. Wir haben gehört, und das stimmt ganz sicherlich, diese Weine sind unglaublich stabil, dann trinkt man sie halt am nächsten Wochenende zum nächsten Versuch. Danke, Martin. Wir sehen, es hebt jemand die Hand. Ihr habt danach oder Sie haben danach die Möglichkeit. Wir probieren jetzt noch den letzten Wein, den Rotwein.
Und danach, wer Lust hat und wer noch Energie hat, kann dann alle Fragen persönlich stellen, Video anmachen, Ton anmachen. Und wir beantworten alle Fragen, die jetzt im Chat untergegangen sind. Versprochen. Nur wollen wir jetzt erstmal den Weinpart oder den Programmpart abschließen. Und dann werden wir alle Fragen noch beantworten. Sie bleiben dann einfach in dem Zoom-Raum drin. Und wir bleiben auch drin. Wir machen kurze Pause, 5 Minuten. Aber jetzt gehen wir erstmal noch zum Rotwein. Ulrich, was haben wir jetzt hier im Glas, bitte? Genau, also eigentlich der Wein, der auch so ein bisschen das Motto für den heutigen Abend gibt. Was ist das? Fragezeichen. Eine Rotwein-Cuvée 2016 vom Weingut Schäfer-Heinrich in Heilbronn. Und alles Weitere dazu machen wir, würde ich sagen, im Gespräch genau. Mit dem Winzer. Mit dem Lars. Hallihallo. Hallo Lars, deine Eltern, kann man schon sagen, Andreas und Elke sind auch Biopioniere, ne? Die sind auch seit 30 Jahren schon Ecowin-Mitglied. Ja, ja. Und ihr seid wirklich klassische Bio-Weinhersteller und überzeugte und nicht auf einen Trend aufgesprungene, wie alle hier im Raum. Und für euch ist es... ist es ein Experiment. Ne? Ihr habt, das ist ein ganz kleiner Anteil an Wein, den ihr so macht, den ihr ohne Schwefel abfüllt. Es ist ein Experiment für euch. Und erzähl doch einfach, wie es dazu kam und was sich inspiriert hat oder euch inspiriert hat, das einzugehen, das Experiment. Ja, sehr gerne. Das ist eigentlich eine recht einfache Geschichte. Wir waren 2012, im Frühjahr 2012 auf einer Weinprobe bei einem Bekannten und da hat jemand französische Weine vorgestellt, die praktisch so hergestellt sind, sprich vin naturel. Und das hat uns einfach mal interessiert, was man darunter versteht, wie die denn so mit wenig oder gar keinem Schwefel schmecken. Und dann haben wir an der Weinprobe teilgenommen und am Ende dieser Verkostung meinte dann der gute Mann, er sucht einen noch mutige Winzer in Deutschland. Da gibt es nicht allzu viele, die sich vorstellen könnten, solche Weine auch herzustellen. Und ich war da mit meinem Vater dort, wir haben uns kurz angeschaut und da haben wir uns einfach gemeldet und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Unkompliziert ist ein interessantes Thema, wie wir, denke ich, heute gesehen haben. welcher Jahrgang war denn euer erster Versuch? Und wir haben tatsächlich dann im Herbst 2012 den ersten Versuch gestartet. Mhm. Für uns war auch vorerst klar, dass wir es mit Rotwein probieren wollten. Einfach, weil wir da durch die Farbe, durch die Tannine nochmal einen Oxidationsschutz haben, den wir beim Weißwein weniger haben im Regelfall. Ne? Und haben dann auch gleich im Herbst 2012 gestartet. Und ja, das war ein sehr erfolgreicher Versuch. Haben wir schon aufgelöst, was ist das drin ist? Nein, also genau, das ist nämlich die Frage, welche Rebsorten habt ihr euch ausgesucht, um diesen Wein zu machen, um euch diesem Weinstil auch irgendwie anzunähern? Ja, wir hatten ja damals auch keine Erfahrung, wie das ist ohne Schwefel. Das war für uns auch ganz, ganz klar, wir wollen nicht 30 Milligramm, wir wollen gar keinen Schwefel und dann sind wir letztendlich auf einen Cabernet gekommen, weil er ein sehr, sehr intensives Aroma hat. Und das war eigentlich so für uns der Denkansatz, was ein kräftiges, intensives Aroma hat, ist da vielleicht auch ein bisschen resistenter gegen die Oxidation. Und im Cuvée drin sind Cabernet Cortis, das ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte mit 60% und 40% Dornfelder, der das Ganze ein bisschen abrundet, ein bisschen harmonischer macht, sage ich mal, weil der Cabernet doch sehr wuchtig an sich eigentlich ist. Ja. Wuchtig und auch ein bisschen wild eigentlich, ne? Von seiner Aromatik durchaus. Ist ein sehr wilder Typ, ja. ja, genau. Und da ist der Dornfelder einfach so als Gegenspieler sehr, sehr gut geeignet. Ihr habt das war wahrscheinlich auch die Probe, von der du gesprochen hast, erstmal zusammen mit einem bekannten Bio-Weinhändler in Deutschland gemacht, der dann auch wirklich gesucht hat, wer das in Deutschland machen kann. Und wie hat sich dann der Wein dann sozusagen seine Anhänger gefunden? Wie ging das weiter? Ja, der hat natürlich dann auch eine entsprechende Marge abgenommen. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Und
Wir haben natürlich dann auch das Produkt vorgestellt und was ist das und waren natürlich selber, für uns war es Neuland, ein bisschen skeptisch, wie man das Ganze vorstellt, Naturwein und so weiter und so fort, aber es ist durchweg positiv angenommen worden. Es hat eigentlich jeder probiert, dem man das Thema vor die Nase gehauen hat und hat jeder probiert. Es war natürlich nicht jeder begeistert, das ist klar. Also es ist schon eine andere Stilistik, schon ein anderer Wein, aber es war schön zu sehen, dass die Leute alle bereit sind, das Thema alle interessant finden, aber dann auch der ein oder andere zu der Erkenntnis kommt, okay, das ist nicht meine Stilistik, ist ja auch in Ordnung. Und was für uns sehr witzig war, ist, dass dieser Weinhändler diesen Wein dann nach Frankreich gebracht hat und ihn dort verkauft hat. Und da dachte ich dann auch, wenn man dann mal deutschen Wein in Frankreich verkauft, das kann eigentlich gar nicht so schlecht sein. Wir wissen warum. Bei uns hat der Wein total an einen Cabernet Franc erinnert. Von der Stilistik und von der Aromatik auch. Ja. Deshalb, Cabernet Franc ist eine von Ulrichs Lieblingsrebsorten. Ja, und es gibt in der Loire natürlich einfach auch viele, die den so ausbauen. Ne? Also viele, die dann auch viele Naturweinwinzer in dieser Ecke. Und da diese Stilistik hat mich tatsächlich daran erinnert. Interessant, wie das dann Franzosen geschmeckt haben. So wie du sagst, also wir hatten ja vor ein paar Tagen das Gespräch und wir haben es diesem Weinhändler auch praktisch den Jungwein vorgestellt und das erste, was er sagte, war auch Cabernet Franc von der Loire und deshalb musste ich auch so lachen, wo ihr das gesagt habt und angekommen in Frankreich ist es sehr gut, muss ich sagen. Toll. Und die haben es ja geschafft, deutschen Wein zu probieren und deutschen Wein zu trinken. Und das aus von einem Bio-Winzer aus Heilbronn. Vielleicht zeigen wir mal ein Foto, wie es da aussieht. Ja, genau, wer Heilbronn nicht kennt. Genau. Schönes Städtchen. Von Heilbronn sieht man nicht viel, aber die Lage, wenn wir mal genau die Landschaft da. Genau. Du kannst es ja mal kurz erklären, Lars. Ja, also man sieht mittig im Vordergrund sieht man sogar unseren Betrieb unten am Rande der Weinberge gelegen und dann hat man eine schöne Aussicht über Heilbronn. Heilbronn hat eine Kessellage, das heißt, so wie man jetzt rechte Hand die Weinberge praktisch sieht auf dem Bild, geht es linke Hand auch gerade weiter. Das hat gewisse Vor- und Nachteile, was das Wetter angeht. Ist ganz schön da, kann man mal vorbeischauen. Und dann zeigen wir vielleicht noch das Foto von eurer Familie, weil deine Eltern sind ja schon diejenigen, die die Umstellung auf Bio gewagt haben. Und ihr seid jetzt, du und deine Schwester und im Liegestuhl ist dein Bruder, glaube ich, ne? Ja, ja. Ihr seid die jetzt mal so das Wagnis Naturwein eingehen, kann man so sagen, oder? Ja, wobei, also mein Vater und ich sind eigentlich relativ auf einer Linie. Wie gesagt, wir waren zusammen bei der Verkostung. Wir haben uns kurz angeschaut. Das Thema war klar, wir machen da mit. Das ist interessant. Und das macht viele Dinge leichter, wenn man da einer Meinung ist. natürlich kommen dann durch die Ausbildung, durch das Studium und so noch neue Ideen dazu, die ich umgesetzt habe, die ich auch nach wie vor umsetzen noch will. Aber das ist ja in jedem Betrieb so. Also ich denke, wir sind alle Betriebe, die immer schauen, was anderswo, wie anderswo was gemacht wird und dann versucht man das, was man für interessant hält, auch zu übernehmen. Das ist normal. Habt ihr schon was zu der Piwi-Rebsorte? Entschuldige, habt ihr schon was zu der Piwi-Rebsorte Cabernet Cortis? Nee, außer dass sie ein bisschen wild ist, haben wir nichts dazu gesagt. Piwi, wir hatten dazu ja auch eine Veranstaltung zu Piwi Weinen zusammen mit Slow Food sind Neuzüchtungen, die halt ein unattraktiver Begriff, aber eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilzerkrankungen haben, die so die häufigsten Erkrankungen im Weinberg sind. Sprich, man braucht weniger Pflanzenschutz im Weinberg, wenn man Cabernet Cortis zum Beispiel als Piwi-Rebsorte anpflanzt. Das funktioniert bei euch so auch, Lars. Also den gewünschten Erfolg, den hat man da tatsächlich. Ja, definitiv. Also die Pflanzen oder die Rebstöcke brauchen einen geringeren Pflanzenschutz. Es geht nicht ganz ohne. Das ist zu risikoreich, sage ich mal, auf die Dauer, aber auf jeden Fall deutlich weniger und ist dahingehend auch eine Erleichterung für den Winzer. Ja.
Das war ja sozusagen euer erster Wein, den ihr gemacht habt. Also ich finde den, ich hab schon viele positive Kommentare hier gelesen, was ich auch toll finde. Er hat ein bisschen eben dieses Wilde und er hat, wir sind jetzt bei 16 und es war die Frage, sind diese Weine eigentlich haltbar? Dieser Wein hat für mich eine unglaubliche Frische, ja, wenn man den jetzt trinkt. Der ist richtig frisch. Ich finde ihn auch toll, wenn er leicht gekühlt ist. Also das einfach finde ich klasse. Das war ja euer erster Wurf sozusagen. Wie ging es denn weiter? Was habt ihr danach noch in Richtung Naturwein dann gemacht? Meine Schwester oder beziehungsweise auf Drängen meiner Schwester haben wir dann doch auch das Thema Orange-Wein angegangen. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, weil ich beim Rotwein war mir eigentlich klar, ohne Schwefel, das müsste halbwegs gehen. Beim Orangewein oder beim Weißwein, so, wir waren erst beim Weißwein, da habe ich mir schwer getan, weil wir natürlich sturdeutsch diese Fruchtigkeit suchen. Ne? Und wenn ich den Schwefel weglasse, dann wo soll die in Anführungszeichen herkommen? Ne? Das schöne Gegenbeispiel hatten wir vorhin mit der Scheurebe. Es geht doch. und wir sind dann auch mit diesem Thema dann beim Orange-Wein gelandet. Wir haben 2017 den ersten Orange-Wein gemacht, auch aus einer pilzwiderstandsfähigen Rebsorte aus Sauvignon Gris, wo ich auch dann im Nachhinein sehr positiv überrascht war. Also es ist auch für uns einfach immer wieder neu zu entdecken, immer wieder neu zu experimentieren und man lernt laufend dazu. Es ist unheimlich spannend, das Thema und ja. Prima, vielen Dank. Was haben wir noch eine Frage gerade? Oder? Nee, ich wollte jetzt mal die Zuschauer, Zuhörer fragen, Hörerinnen, Entschuldigung, was sie denn schmecken. Also das sind schon ein paar, ich habe natürlich mitgelesen, Rote Beete in der Nase finde ich auch wunderbar. Ja. Die hatten wir super. Da, als wir zum ersten Mal probiert haben, hatten wir die Rote Beete wohl nicht geschmeckt, weil wir haben sie hier nicht angegeben. Du, es ist unmöglich, alles anzugeben. Es sind ja auch so ein paar Sachen, die unterschiedlich sein sollen. Richtig. Viel kam auch mit Rauch und geräucherter Paprika, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Rote Beete, klar, ist auch gut nachzuvollziehen. Also so ein Weine sind ja zum Glück komplex und schmecken auch an jedem Tag tatsächlich anders. Ich kann Sie nur dazu einladen, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, die Weine sind außerordentlich stabil, während man, finde ich, bei sehr konventionell gemachten Weinen, der Wein in dem Augenblick, wo man ihn aufmacht und eingießt, am allerbesten riecht und auch am allerbesten schmeckt und von dem Zeitpunkt oft dann dramatisch abbaut, ist es bei diesen Weinen andersrum. Und deswegen brauchen diese Weine auch ein bisschen Zuwendung. Sie brauchen in der Gastronomie auch Sommeliers, die sich damit auskennen, womöglich die Flasche schon mal vorher aufmachen, womöglich belüften, damit man dann den auch im Ideal, sozusagen im Idealmoment ausschenken kann. Dann finde ich, machen die einen ganz, ganz großen Spaß und bereichern das, was man an Weinen kennt, ungemein. So, jetzt gucken wir mal, was wir haben. Es haben so die Hälfte haben abgestimmt. Ja, das vielleicht. Verstehe ich auch. Naja, irgendwann, man schwächelt irgendwann mal. Genau, irgendwann ist dann auch Schluss mit den Umfragen, ist völlig klar. Es ist ja ein Angebot an Sie. Genau. Wir wollen Sie ja einfach mit beteiligen, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir mit Hunderten natürlich da andere. Ja, jetzt haben wir es abgeschlossen. Grüne Paprika ist das meistgeschmeckte, aber da finde ich auch geräucherte Paprika finde ich auch gut und fast noch raffinierter. Kohl, Petersilie ist ja gleich wenig. Lorbeer ist so ein bisschen weiter vorne noch. Blut auch. Tierfell ist auch noch ein bisschen weiter vorne. Also ein bisschen animalischen Ton. Ein bisschen Ton, was Wildes. Ne? Was genau. Wildes hat es auch. Das finden wir auch. Dann wollten wir noch bei der Essensbegleitung, also da, das ist, finde ich, ganz klassisch zu Hartkäse in Springs oder aber auch zum Hartkäse mit aus Schafsmilch, Pecorino oder Manchego ist ja natürlich, naja, perfekt. Da braucht man nichts weiter dazu. Aber wir wollen hier natürlich auch nochmal den Martin fragen, was er dazu kochen würde. Martin, hast du eine Speisenempfehlung und vielleicht mal eine Speisenempfehlung, die auch für Vegetarier, Vegetarierinnen interessant ist? Wir hatten ja in unserem Infopaket hatten wir die Sellerie im Ofen, aber vielleicht hast du ja auch eine Idee für ein vegetarisches Gericht, weil gerade Rotwein, ne, ist immer Fleisch, 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 gegrillt und so weiter. Vielleicht hast du eine andere Idee.
Ja, Susanne, ich bin eben immer wieder widerspenstig und sage erst noch mal. Also vom Duft ist mir noch Bambus eingefallen. Bambus? Fand ich ziemlich schlagend. Und ihr habt natürlich vollkommen recht. Das ist ein Cabernet Franc von der Loire. Das ist ein Chinon. Und zwar fast ein konventioneller Chinon. Also ich, da bin ich ein bisschen... Jetzt direkt, wenn ich mir Naturwein aus dem Roussillon vorstelle, da bin ich ganz tief im Pferdestall, da geht es richtig ruppig zur Sache. Also das ist schon ein extrem kultivierter Naturwein. Also Respekt, und ich wundere mich keineswegs, dass die Franzosen darauf abfahren. Super, klasse Sache. Schöne Persistenz, und natürlich sind wir bei diesen Weinen ziemlich weit und tief in der Fleischregion. Je blutiger, desto besser, aber da wissen wir natürlich auch ganz viele Alternativen, auch die Aromen, die geschmeckt worden sind, rote Beete und solche Dinge, am liebsten dann mit Sojasauce, weiß der Geier was, Austernsoße, da gibt es ganz viele Fermentationsprodukte, schwarze Bohnen, Knoblauch-Fermentationsgeschichten, die da super, super gut zu passen. Da braucht man tatsächlich überhaupt kein Fleisch. Aber es ist halt so, die Welt der Fermentation passt zum Wein und zu solchen Weinen unheimlich gut. Und mit allen Gemüsen, große Pfanne, alles rein, Fermentationsprodukte dazu, egal was. Und das ist eine große, große, große Freude. Ja, toll. Also ich herzlichen Glückwunsch zu dem Wein, den ich wirklich sehr, sehr, sehr zivilisiert finde. Und nochmal, Wein ist ein Kulturprodukt. Danke, Martin. Wir haben hier nochmal eine Frage aus dem Chat, die wir vielleicht nochmal an die Winzer stellen können. Warum sind diese Weine stabiler als andere? Genau. Wenn ich die einfach mal beantworten darf. Ja, gerne. Bitte. Ich glaube, der Paulin hat es eigentlich schon gesagt. Die haben ja noch nie Schwefel gesehen. Also was sie im Prinzip, der Schwefel schützt ja vor Oxidation. Das heißt, ihr ganzes Leben, mein Leben lang, oxidieren die schon vor sich hin, böse gesagt. Ich drücke es ein bisschen radikaler aus wie der Paulin. Und deswegen haben die mit dem Sauerstoff auch kein Problem mehr. Also es war auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir erst Angst hatten, wie entwickelt sich der Wein in der Flasche. Wenn man aufmacht, muss man da aufpassen, dass er nach 5 Minuten hinüber ist, übertrieben gesagt. Der kennt nur Sauerstoff, der Wein. Der kennt nichts anderes. Und deswegen interessiert ihn das auch nicht mehr groß. Also ist eigentlich relativ einfach. Ja, also das, klar, also man kann sozusagen sagen, es gibt mehrfache Aspekte, die den Wein schützen. Du hast eben gerade den Aspekt der Oxidation genannt. Natürlich auch die Extraktion, also Tannine, Phenolik, langes Hefelager hatten wir erwähnt. Dem Wein Zeit zu lassen, sich zu stabilisieren. Das sind ja alles Faktoren, die einen Wein dann in sich ruhend und stabilisierend machen, ohne dass man dann nochmal mit irgendwelchen Mittelchen ran müsste, sozusagen. Gut, haben wir noch Fragen, die wir jetzt gerade aktuell... Es war vorher mal eine Frage, was passiert, das war eigentlich, als der Pauli noch gesprochen hat zu dem Orange, was passiert, wenn mal ein Fass umkippt, war die Frage. Also was, oder ist die Gefahr groß oder habt ihr davor Angst? Und das war, als wir den Orangewein probiert haben. Pauline, vielleicht willst du noch was dazu sagen. Ja, danke, gute Frage, weil das war natürlich meine allergrößte Sorge. Die Sorge hat mich da 1,5 Jahre rumgetrieben, weil das ging ja 1,5 Jahre, bis es dann mal auf die Flasche ging und wir immer noch nicht sicher waren, ob es auf der Flasche auch hält. Lars, du hast ja auch formuliert. Und ich meine, wir bauen jetzt den 4. Jahrgang im Prinzip jetzt schon aus mit dem 220er. Jetzt haben wir eine gewisse Sicherheit. Aber es ist dennoch so, dass das Risiko eben extrem groß ist und es erfordert einfach önologisch und auch handwerklich, draußen vom Anbau her, schon von Falting, von der Lese her, absolute penible Sauberkeit, reinig, nur das Allerbeste.
alles extrem sorgfältig gemacht, extrem sorgsam bearbeitet, mit einer großen Obacht, mit einer großen Vorsicht. Und wir haben, wie gesagt, das erhöhte Risiko, dass dann mal was daneben geht, dass bei uns dann noch nicht dann nichts daneben gegangen ist. Das ist, finde ich, erst einmal auch ein Stück weit ein Glück, weil wenn ich mich da reinbegebe in diese Naturweinproduktion, setze ich mich sozusagen dem Risiko aus, dass da eben auch mal was nicht ganz so läuft, wie ich mir das wünsche. Das ist einfach ein großes erhöhtes Risiko. Und ein erhöhtes Risiko ist ein Kalkulationsfaktor, ein höheres Risiko ist ein Kostenfaktor. Also das ist jetzt mal so eine ganz abwegige Nebenbemerkung, die ich jetzt mache, weil da kommen wir in Betriebswirtschaft rein. Das heißt, aber jetzt, wenn ich es von der anderen Seite sehe, ist es so, der Schwefel ist einerseits wirklich, oder den Schwefel weglassen, führt zu solchen wunderbaren Geschmackserlebnissen. Ja. Und jetzt könnte ich sagen, wow, der Schwefel ist ein Teufel, der macht so alles kaputt, was sich so natürlicherweise entwickeln könnte. Aber nein, der Schwefel ist wirklich auch ein Engel. Der Schwefel ist ein Engel, weil der Schwefel ermöglicht es praktisch. Und das hat ja auch wirklich schon 1500 Jahre, ja 2000 Jahre Geschichte, diese Erfahrung, dass wir relativ sicher auch einfache Weine generieren können, auch bezahlbare Weine generieren können, die eben da eben nicht irgendwie extrem fehlerhaft, unangenehm oder sonst was sind. Der Schwefel ermöglicht es auch, diese Fruchtkomponenten zu entwickeln, die wir ja eigentlich auch hoch loben. Ja, das sind diese frischen Fruchtkomponenten, ja, die jetzt heute Abend überhaupt nicht zum Probieren gekommen sind. Ja, ich meine, im Prinzip müssten wir jetzt bei so einer Probe das Pendant dazu probieren. Das ist das, was wir hier immer gerne im Weingut machen, nämlich genau neben diesen 18er Weißburgunder, unsere Weißburgunder-Selektion aus dem gleichen Lesegut, am gleichen Tage lesen, abgepresst ins Barrique, dort spontan vergoren, geschwefelt und dann gefüllt. Das direkte Vergleich, das sind einfach zwei riesige Welten, das sind einfach nicht spannend. Und sagen wir so, ohne mit Schwefel, ja, komme ich nicht dahin, was ich jetzt hier im Glas habe. Ja, aber ohne Schwefel kommen wir auch nicht zu dem anderen wunderbaren Produkt. Ja, und ich finde einfach, das Problem ist das, dass wir einfach ständig bewerben. Ja, ach, Schwefel ist ja furchtbar oder ist Schwefel gut oder ist schlecht und so weiter. Lass uns doch einfach offen sehen. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten zu handeln. Ich kann mit Schwefel arbeiten, komme ich dahin. Ich kann mit ohne Schwefel arbeiten. Ich komme dahin. Lass genau. Da würden wir jetzt über falsch, richtig und gut Pauli, und da kommen wir gerade zu unserer abschließenden Frage. Die möchte genau, genau. Da kommen wir nämlich genau, also wirklich zur abschließenden Umfrage. Und habe ich euch was von die letzte, weil jetzt kommen wir nicht wirklich doch, dann möchte ich, die letzte Frage möchte ich schon noch stellen. Paulke, genau. Und zwar das mit der Vielfalt. Ne? Also welchen Stellenwert nimmt Naturwein für Sie ein? Jetzt, nachdem wir heute 4 probiert haben, haben Sie vielleicht sich auch eine bessere Meinung oder eine schlechtere Meinung dazu gebildet? Ist es eine interessante Weinstilistik, die den konventionellen Weinmarkt, den konventionellen Bio-Weinmarkt bereichert? Möchten Sie davon mehr probieren? Oder sagen Sie, ja, das ist nicht meins, ich kann darauf verzichten. Sie können auch 2 Sachen ankreuzen, Sie können, na, 3 wird keinen Sinn ergeben. Das würde uns interessieren. Weil wir sind der Meinung, dass, genauso wie Pauline das eben gesagt hat, ne, dass es einfach die Vielfalt fördert und dass es eine Einheitlichkeit, einen einheitlichen Weingeschmack, dass wir das nicht brauchen. Aber trotzdem ist es natürlich ein Nischenprodukt. Wir haben bei Bio-Wein, ist der Umsatzanteil oder der Mengenanteil liegt zwischen 6% und 7% im deutschen Weinmarkt. Und dann können Sie sich vorstellen, dass Naturwein liegt weit, weit unter 1%. Also das spielt vom Umsatz und von der Menge überhaupt kein Problem, gar keine Rolle. Wir haben nicht das Problem, dass der Naturwein irgendwas anderes ersetzen möchte. Das ist auf jeden Fall so. Und wie denken Sie drüber? Ja, das haben wir auch gehofft, dass Sie das auch so sehen, dass es einfach eine weitere interessante Weinstilistik ist. Und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie mehr davon probieren wollen. Und auch diejenigen, die sagen, ne, das ist nicht so meins, kann ich darauf verzichten. Auch das ist
völlig in Ordnung. Und wir freuen uns, dass Sie trotzdem so offen mit uns probiert haben. Und dann würden wir nämlich jetzt langsam zum Ende unserer offiziellen Veranstaltung kommen. Ja, zur offiziellen Veranstaltung. Und da wollten wir eigentlich jeden, der jetzt heute auf dem Podium war, noch bitten, so eine abschließende Frage zu beantworten. Ulrich, welche denn? Genau. Also ich denke, Pauline hatten wir eben gerade schon sehr überzeugend gehört. Also mir geht es oder uns geht es darum, nochmal zu sehen, was waren selbst so die Dinge, die auch die sozusagen Leute auf unserem imaginären Podium noch entdeckt haben an dem Abend und was sie spannend finden und in welche Richtung sie weitergehen würden mit dem Thema. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal bei der Lotte an. Uli, das war jetzt aber ein bisschen fast Überfall. Nochmal. Überfall, gut. Etwas konkreter. Entschuldigung, hallo. Die Frage. Genau. Ich habe so einen wahnsinnig guten Wein im Glas. Das ist toll, Lotte, das ist wunderbar. Nein, es ging einfach darum, dass wir nochmal gucken wollen, also was für alle, die ja daran teilgenommen haben, so die Überraschungen des Abends waren und was für jeden von euch der Weg ist, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Also eine zweiteilige Frage. Also ich fand sie alle toll. Ich fand sie alle toll, diese vier Weine, die wir hatten. Und es hat riesig Spaß gemacht, weil auch wir sehen, dass in dieser, also Naturweine nennen wir sie eine kleine, es ist eine weitere Stilistik, es ist eine weitere Vielfalt unserer deutschen Weine oder der Weinwelt. Und selbst diese kleine Vielfalt ist schon wieder ganz, ganz viel Vielfalt. Also wir haben ja vier komplett verschiedene Weine jetzt im Glas gehabt, die wir gar nicht, man kann gar nicht sagen, das ist jetzt Naturwein. Wir haben diesen wunderbaren Pet Nat gehabt. Der hat mir riesig Spaß gemacht. Wir werden morgen unseren schönen Pet Nat mit seinem roten Käppchen, wir haben nämlich den Pet Nat eigentlich mit einer roten Kronkorken versehen und haben ihn dummerweise in unserem Weinshop im Internet drin stehen und da ist die Weinkontrolle drüber gestolpert. Also ab morgen Nachmittag hat unser Rotkäppchen Pet Nat kein Rotkäppchen mehr, sondern einen Sektverschluss mit schwarzer Agraffe. Das ist unsere Arbeit morgen. Wir haben auch Orangeweine. Ich war überrascht über den Paulin seinen Weißburgunder. Unser Pinot ist deutlich wilder. Auch der wurde gerade von der Weinkontrolle abgemahnt, weil er nicht Pinot heißen darf. Also in Zukunft heißt er Le Pinot. Das sind lauter Peanuts, die wir abfüllen in Zukunft. Wir haben den hochinteressanten für mich roten. Also wir haben ja nur den Spätburgunder als Naturwein. Der hat natürlich hier deutlich mehr Cabernet-Noten, ist eine ganz andere Stilistik. Also ich finde es nur spannend. Und es bleibt für uns eigentlich, ich glaube, jeder Italiener würde sagen, ihr seid verrückt. Ihr habt eine Weinliste mit über 40 verschiedenen Positionen. Eigentlich müsste man sagen, wir sind bescheuert. Ne? Wir machen lauter verschiedene Sachen. Aber es ist halt so spannend. Und es ist auch so, dass unsere Kunden, unsere Weinfreunde, Weinfreundinnen uns mit dieser Vielfalt und diesen spannenden neuen Geschichten auch folgen. Und das ist natürlich toll. Also ich glaube nicht, dass unsere Weinliste kleiner wird in Zukunft. Es war eine Anregung, sie weiterzumachen. Super, vielen Dank, Lotte. Thorsten. Dürfen wir dich das auch nochmal fragen, nach deinen Eindrücken und wie du weitergehen willst mit dem Thema Naturwein für dich persönlich? Muss ich jetzt noch was sagen? Ist schwer, ich weiß. Zum Wohl! ich mache das ja schon relativ lange und habe vieles schon ausprobiert. Bin eigentlich bei allem geblieben. Also ich sehe das zum Beispiel ein bisschen anders als Paulin, der immer noch eine gewisse Nervosität hat, ob da irgendwas schieflaufen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da schieflaufen sollte. Also das ist wirklich so, im Prinzip mache ich bis zur Abfüllung ja mit allen Weinen das Gleiche. Ja, also das ist ja, ich mache wenig Orange, also es ist diese ganzen Rieslinge, die wir machen, die werden ja eigentlich erstmal alle gleich gemacht. Und am Ende entscheide ich mich dann, ob geschwefelt filtriert wird oder ob es als Naturwein kommt. Deswegen, also diese Situation, könnte da was schiefgehen, habe ich noch nie drüber nachgedacht. also
ist vielleicht auch als Moselaner immer besonders einfach mit dem Riesling, mit dem niedrigen pH-Wert und so weiter. Ja, was überrascht hat mich die Scheurebe, Lotte. Die war grandios. Das war wirklich unglaublich gut. Der Rotwein war, also das war ja, also Martin hat es schon so ein bisschen angedeutet, ich hätte es in der Blindprobe gar nicht als Naturwein probiert, so klar und so hell war das Ding. Und da muss ich dann vielleicht so für mich sagen, für die Zukunft, so als Moselaner mit unserem Riesling, ja, was fehlt uns eigentlich noch? Ich mache das jetzt auch schon 26 Jahre hier. Wir haben schon ein paar Pinot Noir stehen und ich will aber eigentlich kein Pinot Noir machen als Rotwein. Also Thorsten, ihr habt gerade eigentlich müssen wir irgendwann was Rotes machen. Ja. Thorsten, ihr habt gerade beschlossen, den Pinot Noir als großes Gewächs mit zu integrieren an der Mosel. Ja. Also. Okay, Thorsten, wir sprechen dich wieder darauf an, Thorsten. Ja, ja. Irgendwann gibt es das. Gell? Ich bin ja so ein Spielkind, ich mache ja alles. Lars, darf ich dich nochmal fragen zum Abschluss? Klar, für mich war es die Scheurebe. Ganz klar, wir haben den Rotwein daheim, wir haben den Orangewein daheim und ich glaube, ohne Maischegärung, Weißwein, das wäre auf jeden Fall noch ein spannendes Thema und dass es funktioniert, haben wir gesehen. Super, vielen Dank. Die Petra Neuber hätte ich auch gern nochmal gefragt. Ja, danke. Also ich war auch ganz überrascht von der Vielfalt und der Bandbreite, die man so hat und ich habe das Glück, ich habe nicht auf euch gehört und ich habe ganz viele Gläser hier. Und gerade ich als Podiumsteilnehmer habe ich auch beide Weine vom Weingut Zehringer und probiere immer wieder den 18er und den 19er und bin ganz erstaunt, wie die sich über den Abend entwickeln. Aber ehrlicherweise, ich bin auch ein Alzheimer-Mädchen, ne? Ich liebe diese Scheurebe und ich bin froh, dass ich zur Lotte nur 9 Minuten mit dem Fahrrad brauche und dann... Aber auch der Rotwein interessant, der Petnat. Also ich fand diese Vielfalt, was wir heute erlebt haben, einfach schön. Ich fand es auch schön, dass die Zuhörer so dabei waren und sich rege ausgetauscht haben. Und über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, gell? Genau. Prima. Vielen, vielen Dank. Martin, sollte auch noch ein Schlusswort sagen können. Uli, jetzt bin ich aber schwer sauer. Mensch, Martin, du warst doch mein Cliffhanger für die Aftershow-Party. Ja, ja, Cliffhanger, super. Wollte ich immer schon mal sein. Also, ich muss sagen, ich bin schwer gerührt. Das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, die auch ihre Tiefe dadurch bekommen hat, dass alle überhaupt nicht mit ihren Befürchtungen, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Ideen hinterm Berg gehalten haben. Wir haben hier 4 Winzer erlebt, die ganz offen über ihre Arbeit berichtet haben, in einer Offenheit, die ich ganz, ganz selten erlebt habe. Und echt, mir geht ein Schauer über den Rücken, dieses Engagement, das so greifbar geworden ist. Allerdings nicht zuletzt deshalb, weil wir auch die Produkte miteinander verkostet haben. Ich glaube, das war eine super, super Veranstaltung und ich wünsche dieser Veranstaltung auch in der Zukunft Wiederholung, weil es für alle Seiten eine unglaubliche Bereicherung ist. Das war eine tolle Slowfood-Veranstaltung im Rahmen von Terra Madre mit einem super Standing. Ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich. Vielen Dank natürlich an die beiden, Susanne und Ulrich, dass ihr das so toll vorbereitet habt. Natürlich allen auch danken, die jetzt mitgemacht haben. Und ich sehe es ja an den Zahlen unten, die meisten haben durchgehalten, was ja auch eine stramme Leistung ist. Toll. Ich bin total zufrieden und die Erwartungen sind absolut übertroffen. Ja, danke dir, danke euch, danke an das Publikum für das Durchhaltevermögen. Wir wollen aber auch noch
den Kolleginnen im Backoffice, Luis und Paul, danken. Ja, die haben die ganze Technik gemanagt, die haben bei der Organisation geholfen. Dann natürlich großen Dank an das Weingut Zähringer, die die Weinpakete gepackt haben. Es war auch jede Menge Arbeit, und natürlich auch an Ecowin, die das überhaupt ermöglicht haben und die die Ausschreibung gemacht haben. Auch das und das in sehr kurzer Zeit. Ne? Das war ein straffer Zeitplan. Vielen, vielen Dank an alle. Und jetzt möchten wir uns noch verabschieden, aber bevor wir uns verabschieden, Ulrich. Ja, wollten wir erstmal auch noch Danke sagen, dass wir das Projekt kosten konnten mit Ihnen. Es macht einen riesigen Spaß, diese Weine vorzustellen. Wir merken immer, wenn wir sie direkt vorstellen können, anderen überzeugen diese Weine auch von guten Herstellern. Wer sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, wir hatten vorhin schon, Pauline hatte das Buch auf Englisch raufgehalten. Es gibt mittlerweile eine deutsche Übersetzung, das kann man wahrscheinlich schwer sehen. Das ist das Buch von Isabelle Legeron, die eben sich sehr, sehr stark mit diesem Thema beschäftigt hat, eben auch die Messe dazu gegründet hat. Das Buch gibt es mittlerweile auf Deutsch. Ist eine sehr anregende und auch gar keine Spezialistenlektüre, liest sich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, finde ich, würde ich zum Schluss nochmal einen Gedanken von ihr aufgreifen wollen, nämlich den natürlich darf es jede Form von Wein geben, aber auch den Mut dazu zu sagen, was man macht, also was unsere Winzer heute Abend so wunderbar gemacht haben, nämlich gesagt haben, für was stehen sie, welche Art von Wein machen sie. Da auch nochmal, womit wir auch gestartet sind, auch beim Gedanken an Ursula Hudson, den Gedanken an auch eine Transparenz, also auch den Mut zu haben, zu sagen, wie entsteht Wein eigentlich, was machen wir oder was machen wir nicht, was brauchen wir, um einen lebendigen, großartigen Wein machen zu können. Also der Austausch darüber, denke ich, kann noch viel weitergehen. Und wir haben so, so viele Fragen von Ihnen zu Hause bekommen, dass wir die natürlich auch gleich mitnehmen wollen, noch in das, was wir hinterher machen und was wir jetzt einfach mal Aftershow-Party nennen. Sie können gleich mit uns noch weiter sprechen. Ich glaube, die Technik hatte vorgesehen, 5 Minuten kurz zu verschnaufen. Dann werden auch Ihre Kameras und Mikrofone freigeschaltet und wir können dann hinterher noch in einen Austausch treten. Also wenn Sie mögen, bis gleich. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß mit Veranstaltungen von Slow Food, mit Weinen von Ecowin. Seien Sie neugierig, bleiben Sie neugierig. Ich hoffe, der Abend hat gezeigt, dass das sich lohnen kann, neugierig zu sein. Ja, dann vielen Dank. Und bis gleich. Tschüss. Tschüss für die, die genug haben für heute, verstehe ich auch. Und bis gleich mit allen anderen. Wenn Sie mögen. Danke, Susanne und Martin. Bis gleich. Danke, tschüss. Und Ulrich. Danke euch. Vielen Dank und bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Veranstaltung von Slow Food Deutschland dabei waren. Hat es Ihnen gefallen? Dann besuchen Sie uns unter www.slowfood.de. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und einer weltweiten Bewegung, die sich für gute, saubere und faire Lebensmittel für alle Menschen einsetzt. Werden Sie Mitglied unseres Vereins und bleiben Sie über alle kommenden Slow Food Veranstaltungen informiert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.